Hallo YouTube, hier ist euer Landsquid. Unser Lore-Let's Play zu Resident Evil 4 geht heute weiter. Während wir so ein bisschen spielen in den Leerlaufmomenten, werde ich ein bisschen was ergänzen aus der letzten Folge, was ich da irgendwie verpasst habe oder nicht gut kommentiert habe, finde ich. Ich habe viel gelernt seit dem letzten Mal über das, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Und da werde ich noch mal ein bisschen zurückgehen, aber wir schauen uns jetzt vor allem erstmal den Dachboden an, wo wir ganz viel über Vitores Mendes lernen werden. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Ich gucke noch mal kurz in den Chat. Ich hoffe, Sie lassen Code Veronica in Ruhe. Hab die Tage ein Game-Movie gesehen und mich erinnert, wie herrlich bescheuert der Teil ist. Ich habe Code Veronica ehrlich gesagt schon sehr lange nicht mehr gespielt. Sehr lange, ne? Kann also gut sein, dass ich das ein bisschen glorifiziert habe und so. Aber ich mochte das zumindest voll gerne. Ich mag es immer noch. Ach so, genau, dass ihr euch nicht wundert, Leute. Wir spielen jetzt quasi auf einem anderen Spielstand weiter. Das ist jetzt im Grunde das New Game Plus 5. Aber an der exakt gleichen Stelle, wo wir unseren Lore-Playthrough aufgehört haben. Ich wollte nur nicht warten bis zum nächsten Stream und habe deswegen schon mal ein bisschen weitergespielt. Und habe es noch ein paar Mal durchgespielt seitdem. Aber grundsätzlich hat sich nichts geändert. Wir machen lore-technisch genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Auch schatzsuchtechnisch und alles. Nur, dass wir jetzt Ritter sind und Ritterin. Also ein Ritter, eine Ritterin. Okay, dann gehen wir mal auf Vitores Mendes Dachboden. Da werden wir sehr viel über den alten Bürgermeister erfahren. Kommt Ashley eigentlich noch in einem anderen Teil vor? Nee. In den Videospielen kommt Ashley überhaupt nicht mehr vor. Es könnte gut sein, dass sie noch in irgendeinem der Animationsfilme vorkommt, weil da stecke ich nicht so drin. Ich bin wirklich explizit, ich bin großer Resident Evil Fan, aber wirklich explizit der Spiele. Ich habe die Comics also kaum gelesen. Ich habe kaum Animes gesehen und Filme schon, also die Mila Jovovich Filme gehören ja eh auch gar nicht zum Kanon. Also da kenne ich tatsächlich von dem Film nur die Stories, auch nur grob teilweise. Da bin ich nicht so deep drin, da kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber ja. Okay, Aufzeichnung des Dorfes Band 2. Die Männer jubeln, als sie sahen, dass das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Beziehen wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Sag mal Leute, ist das logisch? Ich meine, wir haben den See gesehen, der See ist nicht sehr groß. Glaubt ihr wirklich, dass ein benzinbetriebenes Boot den Fischfang von so einem Dorf erleichtert? Weil ich meine, verscheucht das die Fische nicht eher, wenn das so laut ist? Und so groß ist der See nicht. Oder haben die so Schleppnetze jetzt benutzt, vielleicht dank dem Motorboot? Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall haben die offensichtlich auch erst sehr spät Benzin bekommen in diesem Dorf. Wir werden auch noch lesen, dass sich das Dorf tatsächlich erst 1992 der Außenwelt geöffnet hat. Oder vielleicht ein bisschen früher, aber sowas um den Dreh. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr gebaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht, ne? Das sind ja Gebiete, in denen waren wir schon. Das finde ich ja immer ganz schön. Hey, danke fürs Followen, Commander 76. Freut mich sehr. Beim Eisenwerk waren wir schon, da habe ich ja damals noch gerätselt, was das sein könnte. Ne? Es sah so ein bisschen aus wie eine Distille für mich oder so, ich wusste es nicht. Aber das war ein Eisenwerk und das Eisenwerk wurde eben relativ neu in den 90ern in diesem Dorf gebaut. Und ne, sie hatten ganz neue Messer und Sicheln, die sich jetzt gegen uns einsetzen können. Na, wunderbar. Und dann haben sie eben noch durch den Handel sehr fruchtbare Fische offensichtlich sich geholt. Und anscheinend gehen alle Fische, die sie so haben, auf diese beiden zurück. Ich weiß nicht, das ist nicht ein bisschen problematisch so inzestgenetisch mäßig. Aber gut, für die hat es scheinbar funktioniert. Genau, bei der Fischfarm waren wir auch schon. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um mir ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören.
Und all dies ist unter dem Dach eben dieses Hauses, das wir gemeinsam errichteten. Genau, da erfahren wir eben auch sehr viel über Bitores Mendes, ne, was ich sehr schön finde. Der war ja im Original wirklich nur so ein Mr. X-Verschnitt, ne? So ein großer, glatzköpfiger Kerl, der super stark und unsterblich ist. Und jetzt hat er es geschafft. Was? Und jetzt hat er eine Geschichte bekommen. Capcom hat es geschafft, ihm wirklich so ein bisschen Persönlichkeit zu geben. Was ist denn hier los? Liebst noch live? Fragezeichen. Elaboriere. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Spielt die Story von Resident Evil 4 in weiteren Teilen eigentlich von Bedeutung? Ja klar, der fünfte Teil vor allem bezieht sich sehr, sehr stark auf die Ereignisse aus Resident Evil 4. Der hat ja so ein bisschen versucht, die Resident Evil 1, 2, 3 Story und die Resident Evil 4 Story zu vereinen. Und im sechsten Teil, da fließt auch viel mit ein. Aber ich glaube, das sind tatsächlich eher die älteren Teile, die da eine Rolle spielen. Aber für den fünften ist der vierte sehr wichtig sogar. Das, ja, genau. Hi, Mr. Snake. Wie geht's? Hallöchen. So, genau. Also, der Bürgermeister hat also die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichtet und jeden Abend mit einer anderen Familie gegessen, um sich die Sorgen von denen anzuhören. Und das klingt nach einer ziemlich harmonischen Gemeinde, ne? Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Die haben sogar begonnen zu lächeln. Und jetzt, ne, jetzt, das war so der Aufstieg. Das Dorf hat sich der Außenwelt geöffnet, sie handeln, sie werden gebildeter, sie sind glücklicher, alles ist gut. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Abstieg. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gegangen, oh Gott, gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie darauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Naja, nicht ganz. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Oh Gott, Ashley, du hast mich so erschrocken. Ohne Witz. Plötzlich stapft da was auf uns zu. Und hier haben wir einen alten Priester, so wie es aussieht. Und hier steht Porträt eines Vaters. Bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Fotos stets in deinem Lächeln. Mit deinem Lächeln zieren. Ich kann heute nicht lesen, Leute. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen am Rätseln, um wen es sich hier handelt. Könnte es sich einfach nur um den Dorfpfarrer handeln? Oder ist das hier der Vater von Bitores Mendes? Es ist wahrscheinlich der vorherige Bürgermeister auch so ein bisschen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, dass der unten das Symbol dieser Hände trägt. Dieser vier Hände, ne? Das ist ja, finde ich, super spannend. Das ist ja ein super spannender Aspekt in der Resident Evil 4 Remake-Lore, der nicht so ganz erklärt wird. Worum handelt es sich hier genau? Weil in der Höhle, in der wir schon waren, haben wir auch dieses Symbol gesehen, das auch den Eingang zur Kirche verschließt. Ich gehe also stark davon aus, dass dieses Symbol ein älteres Zeichen ist. Uah, mein Joypad fällt vom Tisch, weil ich so wild gestikulieren muss hier. Dass dieses Symbol ein älteres Symbol ist, das älter ist als das der Los Illuminados. Das heißt, wahrscheinlich handelt es sich hier um die Religion, die dann verdrängt wurde von den Los Illuminados und ihrem Insektenzeugs. Aber das Problem an der Sache ist, dass der Schrein, in dem eben viele Hände zu sehen sind in Statuenform und eben auch in Symbolform an den Wänden und so weiter, schon sehr viele rituelle Köpfungen zeigt und sehr viel Gewalt zeigt. Und das ist so ein bisschen das, wo ich nicht ganz durchsteige. Warum wurden schon vor dem Eintreffen oder besser gesagt vor der Rückkehr der Los Illuminados Menschen rituell geköpft und ihre Köpfe an Altare gelegt und das Köpfen von irgendwelchen Sündern und so weiter, wie wir es bei dem Rätsel im See gesehen haben,
quasi so als rituelle Schlüsselsymbole eingebaut. Und da frage ich mich, ob es nicht sein könnte, dass die Religion mit den vier Händen so ein bisschen die Nachfolgereligion der ursprünglichen Los Illuminados aus dem frühen 16. Jahrhundert sein könnte. Ob quasi aus dem verbotenen Glauben, nachdem die Salazars quasi die Los Illuminados vertrieben haben, auf ihre Insel zurückgedrängt haben und das Schloss erobert haben und die Parasiten versiegelt haben, ob dann quasi so ein bisschen aus diesem Religionsvakuum und aus den alten Glaubenswegen der Los Illuminados, die waren immerhin 200 Jahre hier in der Region sowas, glaube ich, unterwegs, ob dann quasi diese Religion mit den vier Händen entstanden ist. Und ob die quasi noch so ein bisschen die Bräuche der ursprünglichen Los Illuminados praktiziert haben. Also so ganz super cool war es in dem Dorf wahrscheinlich auch danach nicht, weil scheinbar das Kopfabtrennen, das Rituelle immer noch ein sehr wichtiges Ritual in dieser Religion war. Wäre jetzt meine Interpretation, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber das ist meine Theorie auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr da andere Hinweise oder so gefunden habt. Gaming Dojo Royal Wolffield. Hi. Guten Abend an alle und Peace, lieber fleißiger Landsquid Birdrider. Wie geht's dir? Sehr gut, dankeschön. Wie läuft's bei dir? Auch gut, dankeschön. Und bei dir? Deine YouTube-Videos sind klasse und muss Respekt für deine Arbeit aussprechen. Dankeschön, das freut mich sehr. Was mir mal aufgefallen ist in Resident Evil 5, da gibt es ja eine Akte, da steht der Name Ethan W. drin. Ich weiß, ja, genau. Hatte das Gefühl, ich glaube nicht, dass da tatsächlich eine Verbindung zu Ethan Winters aus Resident Evil 4 besteht. Ich glaube, das ist rein zufällig. Das würde auch nicht so richtig Sinn machen, dass Ethan in sehr, sehr jungen Jahren, muss man ja auch sagen, zu der Zeit war Ethan wahrscheinlich ungefähr 20 oder so, in sehr jungen Jahren Forscher schon bei Umbrella gewesen wäre. Und dann steht er ja auch noch auf einer Liste von Wissenschaftlern, die beseitigt wurden. Das macht nicht wirklich Sinn und ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich reiner Zufall, dieser Ethan W. Denke ich mal. Midas Shimizu. Sie haben ja auch nicht mitbekommen, dass es Strom gibt und die meisten Völker die Todesstrafe bereits abgeschafft haben. Ja, das sieht nicht so aus, als wäre dieses Köpfen eine Strafe. Ganz im Gegenteil. Das sah wirklich eher so aus wie eine ganz wichtige antike Praktik. Ja, genau, Praktik heißt's. Gut, hier oben sehen wir jetzt eben, was ich sehr nice finde, ganz viele weitere Fotos. Wir haben ja unten schon gesehen, dass der offensichtlich Hobbyfotograf war, früher der Vitores Mendes, der Bürgermeister, der jetzt so ein riesiges Monster ist. Und hier im Dachboden hatte er scheinbar sein kleines Fotoentwicklungsstudio. Wir können leider, denke ich, ich gehe mal in den Fotomodus, nicht so richtig sehen, was da auf den Fotos drauf ist, ne? Das ist irgendwie ein bisschen verwaschenes Zeug. Das sind Personen, die von einem Feuer stehen. Okay, doch. Da ist sogar was Erkennbares drauf. Wo ist denn die Wäscheleine da oben? Das ist das gleiche Foto nochmal. Da hat er mehrere Abzüge gemacht. Das hat ihm wohl sehr gut gefallen. Na gut, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier versteckte Lore finden. Hier ist eine Kuh, die in einem Wagen zieht. Hier sind ein paar Dorfleute. Und nochmal dasselbe Foto. Okay, cool. Genau, aber eben, hier sieht man eben noch so, ne, die haben sich da ein bisschen Gedanken gemacht. Vitores Mendes war nicht nur der Bürgermeister, er ist nicht nur so ein großes Tyrant-Monster-artiges Ding. Er war ein netter Kerl, er hat Kinder unterrichtet, er hat mit den Leuten geredet, er war passionierter Fotograf. Er hat hier oben sein kleines Hobbystudio gehabt. Scheinbar hat er auch gerne Schach gespielt. Genau, hier haben wir noch ein Foto vom Eisenwerk. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wird es da erbaut? Das sieht schon so alt aus, ne? Das sieht schon hier, wo es eigentlich neu sein soll, uralt aus. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird hier gerade gearbeitet. Genau, Foto der Fabrik, das lang ersehnte Eisenwerk 1992. Da wurde also das Eisenwerk gerade erst eröffnet oder fertiggestellt oder war zumindest noch nicht lange fertig. Und da hat sich das Dorf auch ungefähr für die Außenwelt geöffnet.
ein alter Plattenspieler. Wir haben ja auch schon in der letzten Folge gesehen, dass sie auch das einzige Telefon in der Stadt hat, so ziemlich, ne? Ich hab zumindest kein anderes gefunden, glaube ich. Aufzeichnung des Dorfes, Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, ein Buch über das Dorf zu führen. Dann war also quasi, kann man sagen, der... Hängt der Stream irgendwie gerade? Oder wird das nur bei mir komisch angezeigt? Ihr sagt mir Bescheid, wenn irgendwas nicht stimmt, oder? Nimm bitte die Fotos weg, sonst werden nimm bitte die Taschenlampe weg, sonst werden die Fotos ruiniert. Das stimmt. Ich bin noch online, oder? Ich bin gerade sehr verwirrt. Wartet mal schnell. Ich muss hier mal kurz vielleicht einfach mal bei mir den Browser aktualisieren. Und da lebe ich wieder. Alles gut. Okay, Leute. Dann, was wollte ich sagen? Genau, der Mann auf dem Foto war also offensichtlich wirklich der Älteste des Dorfes. Vor Bitores Mendes. Genau, Midas, Dankeschön. Ich hab's. Hat sich nur mein Browser aufgehängt anscheinend. Mein Kontrollstream-Fenster quasi. Ich bin auch nicht zu gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte am See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Das ist eben auch so ein schönes kleines Stück Lore, das wir hier lesen können. Also Story, Hintergrundgeschichte. Denn wir waren schon in genau dieser Hütte, von der hier die Rede ist. Das ist die Hütte, in der Luis gefangen gehalten wird, in diesem Sack. Ich habe es jetzt übrigens mehrfach durchgespielt, das Spiel, gerade auch das erste Kapitel schon ganz oft gespielt und ich habe mal genau drauf geachtet und ich glaube tatsächlich, dieser Ganados mit der Axt versucht nicht die Bretter durchzuschlagen und Luis zu befreien oder ihn rauszuholen, sondern der schlägt so ein bisschen auf die Seite von dieser Luke. Es ist komisch, dass er eine Axt hat. Ich muss mal drauf achten, wie rum er sie hält. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Oh, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ich glaube, das überprüfen wir jetzt dann, glaube ich, Leute. Das ist es wert. Für die Wissenschaft. Aber was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, genau. Der hämmert wirklich quasi an die Seite der Luke und es wirkt eher so, als würde das zunageln. Und wir sehen ja auch, dass Luis sich in dieser verbrannten Hütte so ein bisschen sein Lager aufgebaut hat. Ne? Und die Hütte hat offensichtlich gebrannt. Wir sehen den verbrannten Bilderrahmen mit dem Jungen und dem Vater. Und letztendlich ergibt sich natürlich, dass Luis dieser Junge ist, von dem hier die Rede ist. Luis ist in diesem Dorf geboren, hat seine Eltern verloren, wurde von seinem Großvater aufgezogen und der wurde mit einem Plagger infiziert. Und so hat das Drama seinen Lauf genommen. So war das eben. Dann Resident Evil Videos gucke ich mir echt gerne an. Und zu der Lore, du erzählst es sehr entspannend. Finde sehr schade, dass es bisher der letzte Resident Evil Film nicht gut gewesen war und Story-Zusammenstellung war unrealistisch. Ja, die Filme leider, ich weiß nicht, was da mit Capcom los ist, könnten sich echt mal irgendwie mit einem anderen Studio zusammentun, das würde schon helfen. Dann könnte man wirklich in Resident Evil würde so eine gute Serie drin stecken. Stellt euch vor, es gäbe eine Serie, die würde einfach nur Raccoon City heißen und dann würde es da einfach ein paar Staffeln lang um die Ereignisse aus Resident Evil vielleicht 1, 2 und 3 gehen oder so, ne? Allein aus den drei Spielen könnte man so eine gute Serie machen. Da ist so viel Potenzial drin. Es ist so schade, dass das noch nie genutzt wurde. Vielleicht, wisst ihr, vielleicht, jetzt mit The Last of Us und so weiter,
besinnt sich Capcom dann nochmal und macht irgendwie mal Deals mit Leuten, die was drauf haben. Aber andererseits waren halt auch die ganzen Resident Evil-Filme super erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Serie ist, aber wenn die Kohle stimmt, haben die halt leider wahrscheinlich nicht so viel Motivation, was zu verändern. Um Prestige geht es denen scheinbar nicht so sehr. Schade, schade, schade. Frag mich, warum ihr nicht in Verbund versuchen tut, mit eurem guten Wissen mit Filmteam mal Capcom mal anfragt. Bin überzeugt, dass ihr es schaffen könntet. Nein, das glaube ich. Ich glaube, das könnte ich auch nicht. Ich kann kein Drehbuch schreiben. Das würde nicht klappen, glaube ich. Ich würde es versuchen. Ich würde es versuchen, Capcom. Ich würde es machen. Aber ob das dann besser wird, ja, besser schon, aber ob das dann gut wird, das ist eine andere Frage. Die Wahrheit ist, Umbrella nur ein Tochterunternehmen von Valtech. Wer weiß, wer weiß. Bin mal gespannt, wie die Regenerator und die Stachelvariante im Remake aussehen. Oh, hast du das noch gar nicht gesehen? Ey, dann halt dich fest, wenn wir da hinkommen. Die sind, finde ich persönlich zumindest nochmal, um ein Vielfaches gefährlicher und krasser als im Original. Ich habe richtig Schiss vor denen. Nicht, weil sie so gruselig aussehen. Ich finde ehrlich gesagt sogar, vielleicht sehen sie persönlich nicht ganz so cool aus wie im Original, obwohl sie sich schon nah dran gehalten haben. Aber sie sind echt krass, echt krasser Scheiß. Gerade die Iron Maidens, die Stachelvarianten, die du ansprichst. Total krass. Die Animes sind ganz gebrauchbar. Ich finde ehrlich gesagt die Realverfilmungen immer einfach nicht gut. Und die Animationsfilme, die ja wirklich zum offiziellen Capcom-Kanon gehören und so weiter, irgendwie echt immer ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich werde mit denen auch nicht wirklich warm. Die finde ich jetzt nicht schlimm oder so, aber ein bisschen fad. Hi, Desert Railgun. Ich habe gelesen, du hast jetzt auch schon Resident Evil 4 und bist begeistert. Sehr schön. Jo, okay, gut. Dann machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir haben die Geschichte, die tragische Geschichte von Luis gelesen. Da habe ich ja auch auf meinem Kanal schon ein eigenes Video für Luis gemacht. Und hier finden wir jetzt noch die antike Kamera, die eben Bitores Mendes damals vor der großen Infektionswelle und so weiter benutzt hat, um Fotos zu schießen. Und wir sehen schon, ne? Der hat 1992 das Foto vom Eisenwerk geschossen. Und guckt euch die Kamera an. In so einem isolierten Dorf befinden wir uns. Die hat er halt wahrscheinlich noch vom Ältesten geerbt oder was weiß ich. Und hier haben wir nochmal das Foto von Sohn und Vater. Die Familie Navarro, 1981. Das, der kleine Junge, den wir hier sehen, dürfte also höchstwahrscheinlich Luis sein, Luis Sierra. Schon cool. Hey, König Bahamut. Bahamut, danke fürs Raiden. Hallo, hallo zusammen. Hallo Raider. Wir machen hier gerade ein Lore-Let's Play und schauen uns alle Informationen über die Story im Spiel ganz genau an und analysieren jeden kleinen Lore-Fetzen, den uns das Remake hier über Resident Evil 4 bietet. Was ist dein Lieblings-Resident Evil-Teil? Hallo, Hallöchen. Mein Lieblings-Resident Evil-Teil ist Resident Evil 4, das Original. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eventuell könnte es sein, dass das Remake, auch wenn ich es gar nicht wahrhaben will, das sogar ablöst. Vielleicht wird das Remake mein neuer Lieblingsteil. Ich meine, das Original hat natürlich immer noch einen unverkennbaren, unschätzbaren historischen Stellenwert. Also wie stark das Original Resident Evil 4 die Videospielwelt beeinflusst hat, damit kann sich das Remake nicht messen. Aber rein so vom, ich hab Bock, das mal durchzuspielen und vielleicht sogar so ein bisschen zu Speedrunnen und so Geschichten, muss ich schon sagen, holy shit. Ist das Remake gut? So, gucken wir mal in unser Waffenrepertoire. Ich habe ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt die Chicago Sweeper, eine Bonuswaffe, die man freischaltet, wenn man
ich glaube, Veteran auf S schafft oder sowas. Veteran auf S-Rang, glaube ich, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Und die will ich jetzt mal in dem Playthrough ein bisschen hochleveln. Ich will deren volles Potenzial ausschöpfen. Die ist jetzt quasi noch so auf dem Standardrang. Und auf die werde ich mich jetzt in dem Playthrough sehr stark konzentrieren und fokussieren. Yo, das Resident Evil 4 Remake ist schon ein sehr fantastisches Spiel geworden. Kann man einfach nichts sagen. Nicht perfekt, finde ich. Nicht perfekt. Es gibt ein paar Schönheitsfehler. Aber da kann ich ein Auge oder zwei zudrücken. Schon gut, Ashley, keine Panik. Oh, so viel Heilung haben wir doch gar nicht mehr. Doch, doch, ein bisschen was haben wir. Keine Panik, Ashley, ich bleib dabei. Au, halt dich mal kurz still, Hund. Yes, das war ganz gut. Bei meinem ersten Playthrough auf Veteran hatte ich mit diesem ersten mutierten Superhund. Das ist ja ganz cool, ne? Das ist ja ein einzigartiger Gegner tatsächlich im Spiel. Den findet man ja wirklich kein anderes Mal. Also der hat ein bisschen eine hellere Farbe und hält mehr aus als die anderen, ne? Aber ja. Und bei meinem ersten Playthrough habe ich wirklich alles, was ich an Munition hatte, in den reingepumpt. Wirklich alles. Ich hatte echt keine Munition mehr. Und hab dann noch so ein paar Scraps zusammengesammelt. Und in dem nächsten Part, der jetzt dann gleich kommt, bin ich sowas von verzweifelt. Das war nicht lustig. Aber ich denke, diesmal im New Game Plus sind wir da schon viel besser aufgestellt. Ich gehe mal noch kurz, da liegt noch Geld draußen, sehe ich gerade. Das nehme ich mal noch mit. Das können wir nachher brauchen gleich. Oh, come on. Sodala. Genau, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich quasi an der Stelle weitergespielt habe, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, aber quasi mit einem anderen Savegame. Deswegen habe ich jetzt das Spiel seitdem zweimal durchgespielt, quasi, im Grunde, wenn man so will. Versteht ihr? Hey, Moment mal, das fällt mir jetzt erst auf, aber für den Dorfkampf ist das ja voll gut, wenn der Kettensägenkerl das hier durchsägt, weil dann ist dieses Fenster hier tatsächlich der einzige Zugang, wenn man sich hier verschanzt vorne am Dach. Das ist ja ganz, das ist, scheint mir ganz nice zu sein, eigentlich. Ich war tatsächlich, ich fand ehrlich gesagt Ashley nie nervig. Ich habe das dann erst so ein bisschen nachträglich mitbekommen, ne, so internetkulturmäßig, dass Ashley so ein Synonym für nervige NPCs wurde. Das wird dann auch so ein bisschen so ein Running Gag, ne? Aber ich habe das tatsächlich irgendwie nie so empfunden. Ich fand Ashley nie besonders nervig. Ich bin mit der immer klar gekommen, aber auch die haben die trotzdem im Remake sehr viel sympathischer und plausibler und cooler gemacht, ne? Gut, hier auf der Farm gibt es für uns eigentlich, glaube ich, nichts zu tun, nichts zu finden. Also ich meine jetzt lore-technisch und auch nicht schätze-technisch. Ne, da haben wir auch schon alles. Dann werde ich das Gebiet jetzt einfach ein bisschen skippen. Skippen, habe ich gesagt. Ich denke, wir sind für die Belagerung auch ganz gut aufgestellt. Ich glaube, das ist Lore. Ich glaube, das ist wirklich Lore, dass Gegner keine Räume betreten dürfen, die von dieser lila Flamme erleuchtet sind. Ich glaube, damit bleibt der Händler oder die Händler, man weiß es ja nicht, wie viele es sind, bleiben die sicher.
Solange dieses lila Feuer leuchtet, sind die sicher vor dem Klager. Meine Theorie. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Wartet mal schnell, ich sehe hier nur so wenig Chatverlauf. Ich muss das mal schnell ein bisschen verändern. Ich hab was Neues für dich. Okay, so ist ein bisschen... Nein! Oh Gott, wenn ihr... Oh Gott, wenn ihr sehen würdet, was gerade bei mir passiert. Ich verstehe es selber nicht. Okay, alles gut. Jetzt sehe ich nämlich ein bisschen mehr Chat. Und kann ein bisschen besser mitlesen. Es lag wahrscheinlich an den Spielern, wenn sie nicht oft gegriffen und weggetragen wird. Ach so, ja, genau, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich habe halt sehr früh angefangen, Ashley einfach wäre immer das dann alles? Irgendwie in irgendwelche Container zu stecken und so weiter, ne? Gut, ich habe da noch ganz viel Schätze aus meinem letzten Playthrough. Das heißt, wir sind jetzt gleich sehr reich, denke ich. Danke. Das ist gut. Dann werden wir jetzt gleich mal die Chicago Typewriter ein bisschen tunen und unser anderes Equipment. Gute Arbeit, wenn ich das mal so hier, wie du es haben wolltest. Oh, das ist aber sehr teuer. Gut, dass ich so viel Geld habe. Also so viel Schätze noch auf der hohen Kante. Machen wir uns mal ein paar Masken. Übrigens habt ihr das hier schon gesehen. Ich glaube, ich habe es bei meinem dritten Playthrough erst entdeckt, dass es hier eine Auflistung gibt, wie viel die einzelnen Schatzkombinationen wert sind. Und alles mit der gleichen Farbe machen ist eigentlich immer die beste Option. Das kann man sich so Pi mal Daumen merken. Immer alles in der gleichen Farbe, immer alles in Rot ist das Beste, was man machen kann. Es sei denn... Man hat die Krone. Bei der Krone immer versuchen, von jeder Farbe eins einzusetzen. Dann kriegt man den wertvollsten Schatz überhaupt. Aber hier jetzt zum Beispiel dürfte die absolut beste Kombinationsmöglichkeit drei gelbe sein. Dann haben wir einen 1,4-fachen Bonus und das Ding ist super viel wert. Und hier setze ich jetzt auch mal drei rote ein. Dann ist das auch sehr wertvoll. Ups. Warte, jetzt will ich es nochmal kurz testen, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher. Mit drei roten ist das Ding 47.600 wert. Setzen wir drei verschiedene ein, ist es 35.100 wert. Natürlich sind die Edelsteine jetzt auch weniger wert. Wir haben aber hier nur einen Multiplikator von 1,3. Setzen wir drei gleiche ein, haben wir einen Multiplikator von 1,4. Das ist das Entscheidende. So ist das. Vielleicht reagieren die allergisch auf Kalium, verbrennt mit lila Farbe. Ich denke wirklich, dass... Also, wenn sich Capcom, wenn sich das Entwicklungsteam wirklich Gedanken gemacht hat mit dieser lila Flamme, dann hängt das wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, wie diese Plager grundsätzlich auf Licht reagieren. Und die sind ja grundsätzlich sehr empfindlich gegenüber Licht an sich. Ne? Blendgranaten bringt die um, die können bei Tageslicht nicht raus und so weiter. Blaues Licht lähmt die offensichtlich, rotes Licht führt dazu, dass die sofort wild mutieren und ihre Köpfe platzen. Ich glaube, das hat was mit der Wellenlänge des Lichts zu tun. Ist meine Theorie. Ist meine These. Aber ich bin mir nicht sicher. Wer weiß. Aber ich glaube dran. Wo kriegt man die Chicago? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine, man muss einen Run auf Profi im S-Rang schaffen, mindestens. Ich glaube, Profi S-Rang. Oder Veteran S-Rang. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit S-Rang. Jo, mach's gut. Mach's gut, Bahamut. Eine der Sachen, die ich mir aus meinem Chemiepraktikum merken konnte. Aber in dem Fall
Was Gelly geht's noch? In dem Fall kannst du gerne deine chemischen Weisheiten mit uns teilen, wenn es ums Ergründen der Lore geht. Vielleicht, man weiß es ja wirklich immer nicht. Man weiß immer wirklich nicht, was sich die Leute, was sich das Team dahinter dabei gedacht hat. Und vielleicht steckt hinter mancher Banalität tatsächlich mehr, als man denken würde. Und manchmal interpretiert man auch einfach viel zu viel hinein und es steckt in Wirklichkeit nichts dahinter. Aber, ne? Der Autor ist tot. Lang lebe das Kunstwerk, whatever. Wobei die Autoren und Autorinnen in dem Fall nicht tot sind, aber Wende noch ein trotzdem. Willkommen. Fremder, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Rodala. Ich bin Wirst erst schon sehen. glücklich, wenn alle Waffen, die es in dem Spiel gibt, auf absolutes Maximum sind. Auf absolutes Maximum geskillt und so weiter. Dann bin ich Dafür happy. komm Dann jederzeit bin ich wieder. zufrieden mit meinen Playthroughs. Und dann kann ich anfangen mit Speedrun. Nein, das wollte ich nicht. Puh, Glück gehabt. Hey Gesichtsbob, wie geht's? Hallöchen. Ich wollte schon fast, weil ich so gewohnt bin, die Cutscene überspringen, aber die schauen wir uns natürlich an. Die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los. Wenn das so ist, hier, hilf mir. Ashley, schnell. Ja, okay, ich verstehe. Okay, spielen wir. Okay, machen wir. Gibt es eigentlich Infos über den Händler in Resident Evil 4? Auch hier gibt es ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr als im Original. Aber das bedeutet nichts. Ja, halt die Klappe. Dann kann's losgehen. Wir wissen im Grunde nur, dass es eventuell eine, vielleicht aber auch mehrere Personen sind, die lila Feuer benutzen. Vielleicht, um sich Ganados fernzuhalten. Man weiß es nicht. Und die irgendwie eine Pocket Dimension, eine Taschendimension erzeugen können, in der sie einen Schießstand haben. Oder so. Also nein, man weiß nicht wirklich was. Ja, damit kommt schon einer. Aus dem Weg. Ah, damit, ich war zu langsam. Dann geht es. Wenn das so ist. Ach, come on. Der macht mir meine Pläne ganz schön kaputt hier. Man kann die, das ist ganz witzig, wenn die hier hochklettern und man trifft die in der Luft ein zweites Mal, kann man die irgendwie voll beschleunigen. Dann werden die plötzlich super schnell. Ah, nicht schon wieder, hör auf. Mein Gott, habe ich viel Pistolenmunition, sehe ich gerade.
dass die jetzt die Treppen runterfallen können und die Animation, wie sie runterfallen. Na, das ist schon alles sehr schön gemacht. Die Reaktion von Leon, wenn die Würmer aus den Köpfen platzen, perfekt. Das beschreibt so perfekt auch meine... Oh, das war ein ganz schöner Sniper, der sich hier jetzt an mich rangeschlichen hat. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Das entspricht auch immer genau meiner Reaktion. Echt jetzt? Muss das... Leute wieder von ihren Treppen. Da kommen schon die Leitern. S-Rang auf Profi habe ich tatsächlich noch nicht fertig. Ich bin gerade noch bei meinem Profi S-Rang und ich finde es super hardcore. Also S-Plus meine ich. S-Plus auf Profi. S-Plus auf Profi finde ich schon sehr krass. Da werde ich auch noch mehrere Runs starten müssen wahrscheinlich. Da muss ich so richtig, ne, da muss man einfach so ein bisschen mit Speedrun-Taktik-Strategien arbeiten. Da muss man letztendlich seinen Run optimieren. Nicht schlecht, ne? Kurz nachladen. Das irritiert mich ehrlich gesagt immer total, dass Luis einem immer so aus der Patsche helfen will. Und einem die Gegner wegschießt. Das ist irgendwie gar keine so großartige Hilfe für mich, ehrlich gesagt. Weil ich will die immer mit Messer abwehren. Und dann haue ich immer mit Messer ins Leere, weil er die wegschießt und so weiter. Ich bin da immer gar nicht so happy, wenn das passiert. Ah, oh, endlich, Gott sei Dank. Human kommt. Bin gerade was beschäftigt. Human, kannst du bitte vielleicht auf meine Granaten reagieren? Und kann ich bitte nicht von hinten von irgendeinem Kerl einfach erschlagen werden? Könntest du aber bitte sterben, schön langsam. Danke. Netter Kuhmann. Hey, ohne Witz, ich will immer ganz intuitiv, wenn eine Cutscene losgeht, abbrechen. Ich hab's zu oft jetzt irgendwie durchgespielt. Auf möglichst schnell. Ich muss aufhören. Habe ich drüber nachgedacht, kann ich mir vorstellen, The Wanderer, dass wir den, wenn ich dann mal wirklich die Strategien raus habe und wenn ich dann mal wirklich drin bin und die einzelnen Passagen kann, ich muss sagen, das Dorf kann ich schon ziemlich gut. In dem Dorf komme ich, glaube ich, schon in knapp unter einer Stunde, in knapp über einer Stunde aktuell durch. Aber es ist schon schwer. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das dann auch streamen, wenn ich dann mal wirklich drin bin. Wie geht's noch? Danke fürs Followen. Freut mich sehr. Das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plaga. Okay. Ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst. Erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem
diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Und die hätten echt die deutsche Synchro besser besetzen können, oder? Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Wusstet ihr, dass man mit einer Sonnenbrille nicht mehr geblendet wird? Das wusste ich tatsächlich nicht. Hey, warum wir haben keine Zeit für das ist ja sehr lustig. Das testen wir nachher gleich. Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich melde mich später. Kapitel beendet. 44 Minuten. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten. Muss ich nicht. Was ich richtig schwer finde, ist die Vorstellung für den S-Plus-Rang auf Veteran nur 15 Mal zu speichern. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Ja, ja. Ah ja, Hannigan noch. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One, Ende. Beziehungsweise fahren wir mit dem Jetski über den Ozean einfach. Ja, ich habe das mitbekommen. Ne? Das Spiel wurde ja tatsächlich auch auf Metacritic, und ich frage mich wirklich, was zur Hölle auf Metacritic los ist. Würde es gereview-bombt, weil zumindest, wird mit mir passieren? Weil den Leuten die Synchronstimme von Ada Wong im Englischen nicht gefällt. Aber ja, das ist ja wieder mal richtig, richtig widerlich. Ne? Das ist ja nicht nur, dass die Leute sich beschweren und sagen, die finden das nicht gut, was hier legitim wäre, sondern die haben dann angefangen, die Synchronsprecherin zu belästigen. So sehr, dass die darüber nachgedacht hat, alle ihre Social-Media-Accounts zu löschen und so weiter. Haben die massiv angefeindet, Morddrohungen und so weiter. Haben eben das Spiel gereviewbombt überall. Und ich habe einfach keine Ahnung, was zur Hölle los mit Leuten ist. Was zur Hölle ist verdammt nochmal los mit Leuten? Wie komplett lost kann man eigentlich sein? Ich verstehe es nicht. Okay, die Händlertipps ignorieren wir, oder? Das willst du dir nicht entgehen lassen. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Danke. Okay, 200.000 müssen wir jetzt zusammensparen. Das Internet immer, ja, aber wirklich. Okay. Dann. Oh, die Verteidigung verstärken. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Sadler. Rüstet das Gebiet ab. Was? Rüstet das Gebiet ab hier zu einer defensiven Stellung um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Meine frommen Gläubigen, baut mir eine unbezwingbare Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß da reinzusetzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. Okay.
Machen wir. Ich habe einen optionalen Schatz vergessen. Den nehmen wir schon mit. Wahrscheinlich ist es wieder... Nee, diesmal ist es sogar ein Edelstein. Dass die optionalen Schätze teilweise Chips für diesen Schießstand sind, finde ich sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben Gesellschaft. Leon! Wir haben wohl keine Wahl. Ja, ich laufe einfach durch. Wir haben hier keine Schätze. Und haben hier auch sonst nichts Wichtiges. Und Ashley hat eine Ritterrüstung an. Ja, geht's gut. So, weiter geht's. Es ist wirklich, ich habe jetzt wirklich das Spiel, ne, weil ich versucht habe, so oft jetzt S-Rang und S-Plus-Rang auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu kriegen, fällt es mir schwer, manche Gebiete normal zu spielen. Sollen wir nochmal zurückgehen und uns umsehen? Ich will nicht irgendwelche Dokumente übersehen. Es ist immerhin ein Lore-Run. Also ich glaube, die Verteidigungslinie können wir wirklich skippen. Nein, danke. Aber wir sollten uns trotzdem ein bisschen umschauen. Ich muss einen Gang runterschalten. Ruhig bleiben. Okay, wir spielen das Spiel auch mal noch schnell durch. Aber jetzt machen wir mal chillig. Weil wir haben hier zum Beispiel ein Bergwerk. Das ist tatsächlich was, das in den Briefen und Dokumenten und so weiter nicht wirklich vorkommt. Aber scheinbar war so wie es aussieht, ne? War der Steinabbau schon wichtig für dieses Dorf. Das finde ich aber komisch, weil wir haben keinen Handel bis 92 mit dem, ne, das Dorf hat nicht wirklich gehandelt. Wir haben nicht gerade die modernsten Maschinen, also so effektiv werden die im Steinbruch nicht gewesen sein. Die haben keinerlei oder fast keine Bauten aus Stein. Alles ist aus Holz gebaut in ihrem Dorf. Und deswegen ist auch dieses Areal hier höchstwahrscheinlich relativ neu und gehört quasi zu den Minen, die von Lord Sadler dann erst in Auftrag gegeben wurden, um die Plagger auszugraben. Gehe ich mal stark davon aus. Ich denke nicht, dass das vor dem Eintreffen der Los Illuminados großartig ein Handwerk war, das die, dem die nachgegangen sind. Das würde nicht wirklich viel Sinn machen. Das ist wahrscheinlich ziemlich neu hier. Ich habe Bock auf ein DLC mit Luis. Was meint ihr? Habe ich auch wirklich. Ich habe ein paar... Also es gäbe so viel Potenzial für coole DLCs. Ich bin schon froh. Wir kriegen ja jetzt am Freitag dann schon den Mercenary-Modus. Auf den freue ich mich schon sehr. Und ich bin ja schon froh, wenn wir dann noch Separate Ways kriegen. Mit Ada Wong. Aber ein Luis-DLC fände ich tatsächlich sehr großartig. Und auf was ich richtig, richtig Bock hätte, aber ich weiß, dass wir das nie kriegen werden, aber ich fände es so fantastisch. Das wäre, stellt euch mal ein DLC vor, in dem ihr einen, ich weiß nicht welchen der beiden, und die Namen fallen mir nicht ein, aber einen der ersten beiden Salazars spielt. Was, wo kommst du denn her? Geh zurück in deine Verteidigungslinie, du sollst hier nicht sein. Das kann ich mir so cool vorstellen, dass wir im Mittelalter oder vielleicht schon so ein bisschen Renaissance, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze liegt, auf jeden Fall so 1700 irgendwas, mit Salazar in einen Krieg gegen die Los Illuminados führen, beziehungsweise dann die Plagger unter der Erde versiegeln, eben der Nachfahre. Warte mal, mir fehlen nämlich tatsächlich noch ein paar Aufziehmännchen und ich habe... noch nicht alle gefunden. Ich habe mir auch noch keinen Guide angeguckt, wo die alle sind. Ich habe mir gedacht, mit der Zeit werde ich die schon finden. Und gerade höre ich einen. Da waren es nur noch drei. Guck dir das an. Genau, so ein Mittelalter Resident Evil DLC mit einem der Salazar, die dann so mit mittelalterlichen Waffen gegen die Los Illuminados damals kämpfen ruhig, und die auf die Insel zurückdrängen und so. Das, darauf hätte ich verdammt viel Bock. Das würde mir echt gut gefallen. Aber das wird es nie geben. Glaube ich nicht.
da runterkicken. Ich hätte eventuell mein Messer noch reparieren sollen, bevor wir hierher kommen. Aber ich schätze, der Zug ist abgefahren. Wird schon gut gehen. Sind alle Waffen nachgeladen? Ich hab gar keine Schrotflinte im Inventar, aber mein Inventar ist auch ziemlich voll. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Magnum-Munition nehmen wir mal. Machen wir mal ein bisschen Magnum-Munition. Das kann nicht schaden. Und mehr Maschinengewehr. Dann kommen wir da schon durch. Was genau ist der Söldner-Modus, den du angesprochen hattest? Das ist ein Modus, den gab es schon im Original Resident Evil 4 und den hatte ja sogar jetzt Village, der 8. Teil von Resident Evil. Da darf man mit Leon und im Original war es eben so, dass man auch mit verschiedenen anderen Figuren wie Wesker oder Krauser und so weiter mit ihren eigenen Fähigkeiten und Bewaffnungen auf Zeit um eine Highscore in verschiedenen Locations von Resident Evil 4 um sein Leben kämpfen durfte. Und das war ein sehr unterhaltsamer, sehr cooler, arkadiger Modus. Und je mehr Punkte man bekommen hat, desto mehr neue Maps und neue Charaktere hat man freigeschaltet. Krauser hatte zum Beispiel eben, ich glaube, Krauser war der Charakter, der eine TMP von Anfang an hatte. Und der hatte die Fähigkeit, dass er so einen Mutantenarm kriegt und alle so, wow, zerbatscht. Und, ich glaube, Wesker hatte so eine Magnum oder so. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Leon hatte eher mit Schrotflinte und Pistole so das Standard-Equipment, ne? Das war der Mercenary-Modus. Und Freitag kommt er eben auch hier ins Spiel. Als kostenloser DLC. Warte hier. Was? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht warum, okay. Aber mach einfach, Ashley. Eigentlich musst du gar nicht, weil wir haben eigentlich... Es ist... Du bist in der Rüstung sicherer, als ich es bin. Insofern... müssen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen. Ich habe vor den Bella Sisters immer ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt geht selten was schief, aber ich habe trotzdem immer ein bisschen Angst vor denen. Ich werde jetzt mal aufgrund meiner Angst... Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Passt auf. Ich werde jetzt mal schnell... Oh, geht hier gar nicht. Ich dachte, ich kann hier die Accessoires ändern. Egal. Dann geht's los. Na super. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht. Ungünstig. Jetzt hört doch auf, Leute. Okay. Ich habe meine Quick-Belegung der Waffen vertauscht. Deswegen komme ich hier gerade ein bisschen durcheinander. Aus dem Weg! Einer weniger. Wie viele Kopfzombies kriegen wir denn noch? Kann ich noch eine Blendgranate craften? Zufällig, das wäre ganz lieb. Nein. Ah!
ungünstig. Come on, jetzt nicht hier sterben, bei dem. Ashley, wo kommst du denn her? Ich, danke, um Gottes Willen, ey. Okay, ich glaube, das hätten wir. Haben wir was übersehen? Es gibt noch einen optionalen Schatz und ein bisschen Munition liegt hier rum. Die nehme ich auch mal mit. Kann ja nicht schaden. Also, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Separate Ways auch noch kommen wird als DLC. Wurde noch nicht offiziell angekündigt, kann man, also, ne, kann sein, dass das nicht, dass dem nicht der Fall ist, aber ich denke schon. Es gibt zumindest so ein kleines Easter Egg. Na, am Schluss sagt ja Leon zu Ada dann sowas wie so, ja, dann gehen wir wohl unsere Separate Ways, wink, wink. Verletzt? Kann sein. Nein, mir geht's gut, denke ich. Dass der DLC im Grunde einfach nur zu einem kleinen Easter Egg wurde im Remake. Das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Aber ich hoffe nicht. Resident Evil 4 ist ja scheinbar sehr erfolgreich. Und Capcom war ja bei Village relativ verwundert darüber, dass dann der Schrei nach DLCs so groß war. Und haben ja dann nachträglich noch DLCs produziert. Ich hoffe, die haben damit gute Erfahrungen gemacht und haben jetzt für Resident Evil 4 die DLC-Maschine ordentlich angeworfen. Weil ich hätte Bock drauf. Ich hätte tierisch Bock auf ganz viele Resident Evil 4 DLCs. Die dürfen das Spiel meinetwegen jahrelang mit DLCs versorgen. Also keine Ahnung, wenn meinetwegen nächstes Jahr schon Resident Evil 9 kommt oder irgendein anderes Spin-Off oder was weiß ich was, dürfen die gerne bis dahin konsequent Resident Evil 4 und darüber hinaus auch mit DLCs versorgen. Ich sag nicht nein. Ich bin dabei. Die das machen, ist wieder eine andere Frage. So, jetzt kommt eine sehr frustrierende Stelle, wenn man versucht, das Spiel schnell durchzuspielen, auf Profi lang nicht gespeichert hat und Ashley keine Rüstung anhat. Weil hier kann manchmal einfach Ashley KI versagen. Oder man wird niedergekombot. Ignoriere sie einfach! Ignoriere sie einfach. Jetzt müssen wir aber los, Ashley. Hier lang! Gut. Ja, wegen der Ritterrüstung wahrscheinlich. Ohne Ritterrüstung wäre das nicht passiert. Oder so ähnlich. Nicht im Ernst. Oh, Verzeihung. Und ich habe das nicht klingeln gehört. Oh nein, oh nein. Moment, ich bin gleich wieder da. Wir machen ganz kurze Pause.
Weiter geht's. Die Merlin ist gerade wieder heimgekommen und ich habe den Schlüssel stecken lassen, ich Trottel. Und habe sie nicht klingeln gehört. Okay. Gerade so. Dann geht's weiter. Die Torres Mendes. Er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf! Soviel ich weiß. Ich mach meinen Job. Soviel ich weiß, hat leider sein Glasauge keine Lore bekommen. Das hätte ich noch irgendwie nett gefunden. Willkommen! Zumindest nicht, dass ich wüsste. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Besten Dank. So, machen wir mal 3 Grüne rein. Davon haben wir viel. Auch wenn dann der Wert nicht super awesome ist, aber willkommen. Müssen auch weg. Ah, dafür lasse ich einiges Sprit. Komm jederzeit wieder. Okay, Leute, dann gehen wir in den nächsten Bosskampf, den man sich mit Armbrust und Sprengbolzen leichter machen kann. Habe ich alles nicht, aber wir werden den auch so schaffen. Ach ja, wisst ihr was? Eine Pumpgun wollten wir doch noch mitnehmen. Also ich wollte eine Pumpgun mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir Platz für eine Pumpgun? Das ist die Frage. Da müssen wir ein bisschen kombinieren und aufhören. Ich kann noch schnell, habe ich ganz vergessen, die gelben Kräuter verkaufen. Die brauche ich mittlerweile nicht mehr. Oder das gelbe Kraut anscheinend. Dann machen wir jetzt schnell ein paar Heilkräuter. Kombinationen und craften PMP-Munition. Ich sollte mehr mit der Sniper üben eigentlich, aber das mache ich nicht jetzt. Nehme Reise. Willkommen. Aber was noch ich tun werde, kannen machen, sind die Pfeile, die werde ich jetzt noch verkaufen. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Hat eigentlich irgendjemand von euch die Armbrust benutzt? Ich habe die seit dem ersten Playthrough nicht benutzt. Und es nicht gab ein, zwei Passagen, wo ich mir dachte, hier wäre sie vielleicht ganz nützlich. Aber es ging auch ohne. Und wirklich, ich mache mal einen Armbrust-Playthrough. Das ist eine gute Idee. Ich mache mal einen reinen Armbrust-Playthrough. Oh, das könnte interessant sein. Nur Armbrust und Messer. Boah. Interessant. Ist vielleicht nicht möglich. Ist, glaube ich, nicht möglich. Ist es möglich? Wäre ein Versuch wert. Jetzt kämpft ihr erstmal gegen die Torres Mendes. Vielleicht auf Standard. Erstmal. Beschissener Missionar, weißt du das? Oh, Allmächtiger, gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Ich wollte eigentlich den Wolfsschwanz noch anziehen, das habe ich jetzt vergessen. Aber es ist egal, glaube ich. Wir teilen das gleich. Wie ersetzt du dich?
Nein, ich will runterspringen, nicht ducken. Oh Gott, oh Gott. Gerade noch. Ich hab die ganze Zeit den falschen Knopf gemasht. Wie blöd. So, zweite Runde, endlich. Ich finde auch, die Armbrust fühlt sich einfach nicht gut an, ne? Aber vielleicht, wenn man die voll aufbessert oder so, keine Ahnung. Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Oh, come on. Ein Fass habe ich erwischt. Das war jetzt nervig. Jetzt bin ich aus meinem Flow raus. Unverschämtheit, Bürgermeister. Was soll das? Ich treffe heute die Fässer einfach nicht. Guck dir das an. Ich komme nicht mehr raus. Das ist tatsächlich was, das gab es halt im Original Resident Evil nicht, ne? Dass man wirklich so gestaggert werden konnte und so viel Schaden dann auf einen Schlag bringt. Wie geht's? Mir geht's gut. Dankeschön. Alles wunderbar hier. Es ist nur so kalt. Kann es nicht schön langsam Frühling werden? Ich habe wirklich Angst aktuell vom Wetter, dass wir vom Winter direkt in den Hochsommer wechseln und ich dieses Jahr nicht meine wenigstens ein, zwei Monate angenehme Temperatur kriege. Das ist meine Sorge. Aber sonst geht's mir gut. Stell deinem Gott schöne Grüße. Beeil dich! Gern geschehen. Danke. Okay, Leute. Das Feuer sich ja bald bemerken. Dann bringen wir das Dorf jetzt hinter uns, ne? Genau, jetzt würde ich gern noch mal den Wolfsschwanz anziehen. Lass uns weiter. Gut. Ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Zum Wochenende soll es wohl wärmer werden, ja? Das fände ich nett. Das hat sich bei mir in den letzten Jahren echt ganz stark verändert. Ich war wirklich die meiste Zeit meines Lebens jemand, dem eigentlich immer heiß war. Immer. Ich habe also Frühling schon auch und Herbst, aber auch den Winter habe ich eher als angenehm empfunden. Lieber war es kalt, lieber hatte es unter Null als irgendwie über 20 Grad oder so. Das hat sich in den letzten Jahren bei mir aber ganz stark verändert. Mittlerweile friere ich viel leichter, bin aber dafür auch nicht mehr ganz so hitzeempfindlich wie früher. Wirklich, ab 20 Grad saß ich in der Wohnung und hab geschwitzt und hab einen Ventilator angemacht. In meinen 20ern. Meinen wilden 20ern.
älter ich werde, desto mehr friert mich. Wie ist das dann? Ja, ne, es ist aber wirklich so. Ich wollte gerade sagen, wie ist das dann so in meinen 80ern? Aber alte Leute, friert ja wirklich dauernd. Hola, Luisa. Ich bin da was ganz Heißem auf der Spur, Leute, glaube ich. Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Es okay. Ist schon... Luis sagt, dass wir... Schon klar. Hier sollten wir besser los. Ein Ada Wong DLC, also so ein Separate Ways DLC, wie das Original ja auch hatte, würde definitiv auch funktionieren. Aber man muss schon sagen, so ein Luis DLC, wie er sich mit seiner Red 9 mit unendlich Munition offensichtlich, weil die kriegen wir dann bei der Achterbahnfahrt, so durch die Burg kämpft und Leon und Ashley unterstützt im Geheimen und so, könnte schon auch passen, ne? Ich fänd's mega gut. Ich fänd's mega toll, wenn wir einen Luis DLC kriegen würden. Würde ich lieber als ein Ashley, wirklich, Ada DLC nehmen. Wenn die sagen würden, wir streichen Separate Ways, Ada Wong fliegt raus, aber dafür kriegt ihr einen coolen Sierra Luis DLC, würde ich sagen, yo, her damit. Würde ich tauschen. Sofort. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Nennt mich ruhig pingelig, aber würde ich sofort machen. Tut mir leid, Ada. Ich mochte Ada noch nie, ehrlich gesagt. Besten Dank. Die ist so eine Opportunistin. Die ist so eine Opportunistin. Die hat keine Loyalität irgendwem gegenüber. Die feinste Ware im Angebot, die ist nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Und das finde ich sehr unsympathisch. Deswegen mag ich die nicht. Angenehme Reise. Und Luis hat vielleicht in seinem Leben ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Vielleicht auch aufgrund seiner tragischen Hintergrundgeschichte. Aber der versucht wenigstens alles wieder gut zu machen. Eine Armbrust, hä? Huh? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Das auf jeden Fall. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Vom Regen in die Traufe. Kann man eigentlich, das habe ich nie probiert mit dem Scharfschützengewehr. Da waren doch gerade noch... Ah ja, guck. Kann ich da schon Gegner wegsnipen für später zufällig? Geht doch. Da steht zumindest ein Fass. Ist das tatsächlich das Burgareal, zu dem man nachher kommt? Habe ich jetzt einen Gegner weniger? Ist das das Katapult? Habe ich jetzt schon ein Katapult ausgeschaltet? Wenn das gehen würde, hätte das schon jemand rausgefunden, oder? Ich bin bestimmt nicht der Erste. Ich habe noch nie davon gehört. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das wäre ziemlich cool, oder? Wenn man hier schon Katapulte ausschalten könnte. Ich sehe leider keine Sprengfässer oder so. Da war gerade jemand mit einer Fackel. Sofort stehen bleiben. Hier spricht die Raccoon City Polizei. Ich habe hier keinerlei Befugnisse irgendwo in Spanien, aber... Man kann es ja mal versuchen. Na gut, gehen wir weiter. Leon, genug gespielt. Das Spiel suggeriert einem hier, dass man sich verstecken sollte, aber man kann die Wirklichkeit zerschießen und kriegt dann ein bisschen Loot. So, und hier haben wir wieder, finde ich ganz interessant, diese rituelle Kopfabtrennung, die wir hier sehen. Der Kerl hier hat sich selbst gegeißelt, seinem Körper selber Schaden zugefügt. Und scheinbar, merken wir auch, wenn wir gegen die kämpfen, wenn die Körper zu sehr beschädigt werden, dann brechen diese Parasiten hervor. Und das ist genau das, was der hier gerade selbst provoziert hat.
Und das passt doch auch zu dieser rituellen Köpfung, die wir schon im Dorf die ganze Zeit sehen und die scheinbar schon lange, bevor die Los Illuminados zurückgekehrt sind, immer noch praktiziert wurden und so weiter. Also ich glaube, in meinem Kopfkennen ergibt das schon langsam Sinn. Ich glaube wirklich, die Los Illuminados wurden quasi dann im 16. Jahrhundert sowas gegründet von Adam Sadler. Über 200 Jahre waren die hier in der Region tätig. Die Salazars haben die dann verbannt, 1700 irgendwas. Und die Religion, die darauf folgte, hat quasi dieses Symbol, das wir hier sehen, mit diesen Insektenarmen, abgewandelt in dieses Händesymbol. Und die rituelle Kopfabtrennung ist aber weiterhin Bestandteil von dieser Religion geblieben, obwohl gar keine Plagger mehr im Spiel waren eigentlich. Dann kam eben Sadler 1992 zurück. So, glaube ich, ungefähr kann man sich die Geschichte des Dorfes und der Religion in dem Dorf vorstellen. Glaube ich. Ist aber wirklich nur meine These. Kann man nicht sicher sagen. Na gut, und jetzt sind wir in der Burg der Salazars. Da werden wir uns jetzt in dem Playthrough auch mal die Gemälde, die wir so finden, ganz genau anschauen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir da viele Informationen finden. Aber man kann aber gucken, ein bisschen reininterpretieren. War gerade was leer? Ne, da war schon was drin. Impossible, hat sie gesagt. Sorry, das habe ich verstanden. Keine Absicht. Ich bin quasi fast fluid Spanisch. Wenn man versucht durchzulaufen, das geht schon, kann so viel passieren. Kann so viel Chaos ausbrechen, kann so viel schief gehen. Aber es sind manchmal schon sehr lustige Situationen, die hier entstehen. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Ja, du kannst es ja versuchen. Ich finde es sehr schade, dass halt die Beine schießen nicht mehr so effektiv ist wie im Original. Das ist tatsächlich was, das ich einfach schade finde. Das vermisse ich. Das ist jetzt kein richtiger Kritikpunkt von mir, ne? Dass ich sage, das Spiel ist schlechter, weil die nicht mehr so stark auf Schüsse ins Bein reagieren. Oder grundsätzlich halt auch nicht mehr so zuverlässig auf Schüsse reagieren. Da muss man sich halt echt umgewöhnen. Ist halt was anderes. Ah, die hasse ich ein bisschen. Wirf doch! Jetzt trotzdem die Runde, obwohl wir es gar nicht müssten, glaube ich, weil wir da, meine ich, Schätze finden auf dem Rundweg, oder? Nee, ich müsste da gar nicht runter. Ja, dann lassen wir es, dann gehen wir nicht runter. Schnell, 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 okay. Ritterrüstungs-Ashley ist für Speedrun-Versuche, wenn man das mal ernsthaft versuchen will, schon sehr wichtig, glaube ich. Kommen die hierher eigentlich? Wenn die hierher kommen wollen,
würde ich sie noch alle töten. Oder geht er jetzt an die Kanone und erschießt mich damit? Das wäre so cool. Nein, macht er nicht. Wir gehen in den kleinen Pavillon. Ich würde ja ehrlich gesagt gern die blauen Medaillen kaputt machen. Deswegen gehen wir nochmal raus. Ich möchte nämlich unbedingt ein silbernes Ticket, damit wir uns das Upgrade für die Chicago Typewriter, oder die heißt in dem Teil anders, ne? Für die Chicago Sweeper holen können, ohne dass wir Geld dafür ausgeben müssen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf Medaillonjagd 1, weiß ich noch, wo ich dahin muss. Ah ja, für das andere müssen wir doch den Rundweg gehen, dann machen wir das jetzt. Gucken wir mal, ob ich die Katapulte vielleicht doch ausschalten kann irgendwie. Und hier scheinbar nicht. Das ist noch ein Kratzer, Leon. Endlich im Ritterrüstungsmodus ist schon irgendwie lustig. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Habe ich gerade daneben geschossen? Das hätte jetzt beinahe eine tödliche Kombo werden können. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, das war knapp. Jetzt stirbt halt, oder? Mein Gott, ist der zäh. Was ist denn da los mit dem? Ah, da ist ja noch jemand. Da kommt gleich die nächste. Oh, um Gottes Willen. Ich dreh durch hier. Ich geh mal in den kleinen Pavillon. Das ist gemütlich. Okay. Jetzt ruhig bleiben. Gut bleiben, Leute. Alle ganz ruhig bleiben. Warum treffe ich denn das Katapult nicht? So, danke schön. Dann hätten wir das. Dann gehen wir jetzt noch schnell auf Medaillenjagd. Lass mich mal gucken. Ich glaube, eine dürften wir von hier sehen können. Treffer! Treffer, eine ist im Pavillon. Habe ich die schon? Ich glaube nicht, oder? Habe ich die schon? Nee. Doch. Ist hier überhaupt eine? Bringe ich irgendwas durcheinander? Wer weiß, Leute. Wer weiß. Ich werde alt. Die Kanonen, das werden wir später noch lesen, hat ja scheinbar auch... Oder die Katapulte, meine ich. Ja, die Kanone auch, doch, durchaus. Hat ja scheinbar dann quasi ein Vorfahre von Salazar installieren lassen, nachdem die Plagger eigentlich schon besiegt waren und die Los Illuminados schon verbannt. Der galt als ein bisschen paranoid. Aber, naja, ne? Mit der Familiengeschichte finde ich das gar nicht so abwegig. Aber warum im Burginnenhof so viele Katapulte installieren? Das ist die Frage. Warum denn nicht an den Außenmauern? Weil hier sind doch keine Außenmauern, oder? Nee, wir sind hier irgendwo in einem Burghof. Aber gut, für eine bevorstehende Belagerung sollten es die feindlichen Truppen schaffen, den Vorhof hier zu stürmen oder so. Warum nicht? Halte mal! Warte mal. Hier ist noch irgendwo ein Bonuskartenschatz. Den werden wir auch noch mitnehmen. Ich habe tatsächlich bisher in noch keinem einzigen Playthrough alle Schätze im Schloss gefunden. Dein Internet spinnt. Ah, okay. Ich kenne die Probleme leider. Mit spinnendem Internet.
Ich bin ja gespannt, ob irgendwann wirklich noch Glasfaser überall hinkommt. Gucken wir mal. So. Wow. Sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber... Aus den Statuen hier werde ich auch nicht schlau. Die gab es ja schon im Original. Vielleicht sind die einfach nur ein Stilmittel und so weiter. Aber ich frage mich, ob es da eine Verknüpfung geben könnte zu den ganz ähnlichen Figuren. Auch so eine nonnenartige, fast schon marienartige Figur, die im Dorf immer wieder auf Gemälden zu sehen ist. Ne? Hm? Na? Könnte da was sein? Könnte das eine wichtige Person sein? Ist das vielleicht eine Vorfahrin der Salazars? Wir lesen von zwei wichtigen Frauen in der Salazar-Familie der letzten 300 Jahre. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Wofür kann ich dich begeistern? So, noch 5 Spinels. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Dann holen wir uns das Spezial-Upgrade. Komm. Für die Typewriter. Bin ich sehr gespannt drauf. Um jede Willkommen. Besten Dank. Stirb mir da draußen nicht weg. Ha. Moment. Ich muss jetzt mal kurz meine Tastenbelegung verändern. Die ist nämlich komplett durcheinander und das verwirrt mich in den Kämpfen immer total. Ich ziehe immer intuitiv quasi die falschen Waffen und das macht mich fertig. Wo hatte ich Scharfschützengewehr? Ich glaube, nee, stimmt nicht. Scharfschützengewehr hatte ich hier. TMP oder beziehungsweise Maschinengewehr habe ich immer. Genau. Und jetzt fehlt eben noch eine Schrotflinte. Die holen wir uns jetzt auch mal. Ich glaube, die muss ich kaufen. Warum tust du dir nicht was Gutes? Willkommen! Aber ich, das machen nur wir die schnell. Feinste Ware im Angebot, Fremder. Genau, ich wollte ja eigentlich die Riot Gun für den Playthrough benutzen als Schrotflinte. Das machen wir jetzt auch. Gut. Ah, das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Ja, man kann alle Schätze auch ohne New Game Plus in einem Run kriegen. Das geht eigentlich problemlos. Ich hab's nur bis jetzt im Schlossbereich aus irgendeinem Warum Grund noch nie geschafft, alle in einem Waffe Run mitzunehmen. Könntet ihr Und das Leben stimmt, jetzt muss ich eigentlich die Schatzkarte für die Burg kaufen, ne? Tut der Pappnase von Burg her auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Scheinbar hat unser Händler auch keine sehr hohe Meinung von Salazar. Also man merkt schon, dass er jetzt auch nicht unbedingt Wäre das dann alles? Auf der Seite der Plugger ist. Komm jederzeit wieder. Oder die Händler. Wie gesagt, ab und zu redet er von sich in der dritten Person. Daraus werde ich auch nicht schlau. So, haben wir schon einen Schatz vergessen? Nein, bis jetzt noch nicht. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir diesmal alle kriegen. Den Ashley-Part werden wir wahrscheinlich auch nicht abkürzen, ne? Weil da könnten wir wichtige Lore-Dokumente finden, die wir uns nicht entgehen lassen. Blendgranaten, immer noch die mächtigste Waffe im ganzen Spiel. Davon kann man nie genug haben. Da crafte ich mal ordentlich durch. Die Ressourcen, die wir haben. Die Schrumpflinte ist hier. Ja, genau, jetzt ist meine Waffenbelegung wieder so, wie sie sein soll. Das mag ich. Nee, Mr. Snake. Zum Händler gibt es nicht wirklich Lore. Ein paar ganz, ganz winzige Herzlich Fetzchen. Herzlich willkommen. Hallo. In meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir.
Mr. Kennedy, Mr. Kennedy, wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Sadler. Also, Sie werden gehorchen, ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorg dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Warum gehen jetzt eigentlich seine beiden Leibwächter nicht einfach runter und erledigen das mal schnell? Leon? Bleib dicht bei mir. Weiß ich nicht, aber Salazar hat halt seinen eigenen Weg. Sag doch wenigstens Bescheid! Das ist schon eine sehr lustige Waffe. Die macht schon sehr viel Spaß. Chicago's Reaper oder wie sie heißt, ist schon sehr cool. So, jetzt gucken wir wirklich mal. Oh, ich habe noch einen Schlüssel, den habe ich noch aus dem Dorf mitgenommen, oder? Wow, dann habe ich jetzt irgendwie einen Schlüssel zu viel, glaube ich, fürs Schloss. Kann das sein? Ist das möglich? Macht es mir vielleicht leichter, alle Schätze jetzt mal in dem Run zu finden. Gucken wir mal. Na schön, Ashley. Dann geh mal auf komm. Kletterpartie. Moment. Mach von drüben für mich auf, okay? Okay. Gut gemacht. Was ich bisher so sehe, klasse Remake. Ja, ist es auch wirklich, auf jeden Fall. Ich finde, ich würde zusammenfassend, so abschließend sagen, jetzt nachdem ich es 100-mal durchgespielt habe, ist mein finales Urteil, dass es ein sehr fantastisches Spiel ist und ein gutes Remake. Aber ich würde es nicht als perfektes Remake bezeichnen. Nicht, weil sie sich an vielen Passagen kreative Freiheit rausgenommen haben, das finde ich voll in Ordnung, sondern weil es ein paar Kleinigkeiten und auch ein paar Großigkeiten gibt, die sie komplett gestrichen haben. Und das finde ich immer schade. So. Jetzt kommt ein ganz besonderer Gegner. Der wird auch noch sein eigenes Lore-Video auf meinem Kanal natürlich kriegen. Aber jetzt lesen wir erstmal ein bisschen in die Hintergrundgeschichte. Die Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es die schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an der Wand scharen. Die von schmerzerfüllten Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hass in der Lage, die Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eines der wenigen ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Der weniger ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb der Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen. Und er hatte, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Burgherrn, und als er ihn ins Verlies brachte, nein, ich kann nicht weiterschreiben. Das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht. Es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern,
Ich füttere ihn und kümmere mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren. An einen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme mein Ohr nicht mehr erreicht. Eine schöne Nachricht. Im Englischen ist es das Tagebuch des Keepers einfach nur. Im Deutschen haben die den Hausmeister draus gemacht. Ich glaube, das ist mit Keeper eher nicht gedacht, oder? Ich glaube, in dem Fall ist es wahrscheinlich eher der, ja, wie so ein Animal Keeper, also wie so ein Tierversorger, der Versorger quasi eher sowas, ne? Denke ich. Ja, eher die passendere Übersetzung. Aber gut. Ha muerto la lu. Keine Ahnung. Kann ich mir auch nicht herleiten, was das bedeuten könnte. Perfektes Remake ist Resident Evil 1. Ja, finde ich auch. Genau. Das ist auch ein sehr gutes Spiel und zusätzlich ein perfektes Remake. Das hier ist ein wirklich auch sehr, sehr fantastisches Spiel und ein echt gutes Remake. Aber eben nicht perfekt. Das war knapp. Ich habe zweimal voll daneben geschossen. Schatz. Und erlöst ist er. Kann man in dem Fall wahrscheinlich fast sagen, oder? Das ist eigentlich ganz cool, ne? Die haben auch die Resident Evil Lore jetzt, die Story, die Figuren so ein bisschen ausgeleuchtet, dass Salazar halt einfach so ein kleines sadistisches Arschloch ist. Und der ist für die richtig bizarren, kranken Experimente wie eben diesen Gegner hier verantwortlich. Der sich Leute holt, die sowieso schon ziemlich kranke Psychopathen sind und dann foltert, verändert, mutiert, infiziert und Monster aus denen macht. Genauso wie seine beiden Insektenbegleiter, ne? Zu denen erfahren wir auch noch viel. Genauso wie die Novistador, die seine Burg bewohnen. Diese ganzen schrecklichen Monstrositäten, das ist alles auf Salazars Mist gewachsen. Da hat eigentlich Settler gar nicht so die Finger drin. Settler konzentriert sich auf Weltherrschaft. Der hat andere Pläne, der hat Wichtigeres zu tun. Während Salazar hier in seiner Burg so die Krankenexperimente macht. Das finde ich ganz schön. Du bist's nur. Ganz recht. Was war da unten los? Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Alles gut? Ja, geht schon. Im Moment jedenfalls. So, hier die Schätze nicht verpassen. Ich höre irgendwo so einen Schatzkäfig auch, ne? Die knarzen ja immer so laut.
Ach, der einzelne Spinell war der Schatz auf der Karte. Das ist ja interessant. Aber irgendwo ist hier dieser Bonusschatz, glaube ich. Oh, ernsthaft, wo ist der? Na da. Komm. Gut. Ich stand direkt drunter. Gut, weiter geht's. Wow. Sieh dir das an. Wozu soll das gut sein? Ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Ob das hier... Ich meine, das ist so ein glatzköpfiger Kerl, der mit einem Schwert durchbohrt war, ne? Ob das hier so ein bisschen quasi das Vertreiben der Los Illuminados darstellen soll? Könnte sein. Könnte sein. Könnte auch schon viel älter sein und auf irgendwas ganz anderes hindeuten, von dem wir keine Ahnung haben. Mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder erzählen die eine Geschichte? Aber wahrscheinlich, hey, ich habe da noch nie so drauf geachtet. Aber jetzt wartet mal. Ich löse das Rätsel kurz und dann schauen wir uns mal die Geschichte hier an. Ja, das könnte sehr gut sein. War wohl richtig. Dass es sich hier quasi um den ersten Salazar handelt. Aber die Reihenfolge der Bilder stimmt nicht von der Geschichte her, die ich über diese Figur kenne. Das ist komisch. Weil dieser erste Salazar hat quasi die Plaga eben, also die Los Illuminados, vertrieben. Und dafür wurde er dann zum Lord ernannt und hat die Kontrolle über die Burg bekommen. Und sein Nachfahre war eigentlich derjenige, der dann in der Schlacht gegen die Plaga, als die letztendlich versiegelt wurden, noch getötet wurde. Insofern macht die Geschichte hier anhand der Salazar-Familiengeschichte, die ich jetzt kenne, ehrlich gesagt nicht so viel Sinn. Tja, schade. Hätte ja sein können. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier einen Leuchtturm. Wir haben spielende Menschen. Tanzende Menschen in Wiesen. Und wir haben eine Person. Die ist relativ modern. Wer könnte das sein? Weiß ich nicht. Könnte jeder sein. Hey, da würde ich gerne mal, das würde mich echt interessieren. Da würde ich gerne mal mit einem Historiker vielleicht reden, einer Historikerin, irgendeiner Person, die das einordnen kann und die mir so ungefähr eine Jahreszahl für den Kleiderstil nennen kann. Und dann, Verzeihung, ich trinke Wasser mit Kohlensäure. Und dann, Entschuldigung, könnten wir die Bilder in dem Schloss vielleicht den Salazars zuordnen, über die wir etwas wissen und die, ups, wollte ich nicht. Und die eben in den Dokumenten belegt sind und von denen wir auch so ungefähr einordnen können, wann die gelebt haben. Und da haben wir wieder diese komische Nonne, die wir auch im Dorf sehr oft gesehen haben und die kopfüberhängenden Kronleuchterstatuen ähneln der auf jeden Fall. Könnte das die Burg sein, auf der wir uns befinden, nur aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht oder so, aus einer anderen Zeit wahrscheinlich. Natürlich können die Bilder auch von sonst wem sein, ne? Eventuell haben die sich beim Dekorieren des Schlosses das Entwicklungsteam auch einfach nicht so viel Gedanken gemacht und haben irgendwelche Artworks von irgendwelchen Leuten zusammengekauft, damit sie schöne Bilder für ihre Rahmen fürs Schloss haben. Kann leider natürlich auch sein, aber das muss man halt rausfinden, indem man es überprüft. Das hier sieht schon sehr alt aus, oder? Das ist ja eher irgendwie römisch schon, also. Das ist ja nochmal eine ganz andere Zeit. Hm.
1995. Aha, der ist nicht so alt. Santa Tanas Corrada Klurkfu. Das Kleingedruckte unten kann ich nicht lesen. Ist das überhaupt noch Schrift, das Kleingedruckte da unten? Dog did the dance. Dog did the dance under deck at Chastock. Hm? Und hier auf dem Etikett, da steht was. Aber guck mal, ohne Witz, guckt mal. Guckt euch die Buchstaben an. Guckt sie euch an. Das ist kein Spanisch. Das ist auch sonst nichts. Das ist ganz eindeutig jemand, der einfach so in die Tasten gehauen hat, oder? Oder? Aha, dat de klick. Jeschak. Das ist ein ganz komischer, ganz seltener spanischer Dialekt, den kennt man heutzutage gar nicht mehr. Ein uralter Dialekt von 1996, 95. Katowiecki! Ja! Aber sowas von. Und dann sind später sogar ein paar Doppelpunkte einfach so reingeraten. Da hat echt einfach jemand ein bisschen reingehämmert, damit es aussieht wie Sprache. Lustig. Guck mal, der hat sogar ein Verfallsdatum. 29. oder 23.07.07. 11,5%. Ach ja, schön. Ja, genau, geht niemand davon aus, dass man sich das genauer anguckt. Aber das ist schon sehr lustig. Das ist so dieses typische, man haut einfach mal in die Tasten. Dann kommt sowas dabei raus. Schrift. Okay, cool. Eine schöne Entdeckung, finde ich. Das freut mich. Wenn vielleicht die Bilder auch keine Geschichte erzählen, wissen wir mal, werden wir noch erfahren wahrscheinlich. Haben wir wenigstens die Geschichte des Weinflaschenetiketts. Heute würde man sowas mit KI machen, ne? Wahrscheinlich. Oder könnte man. Gerade für so Busy Work. Weißt, das ist schon, ich meine, selbstverständlich. Wir dürfen uns alle nichts vormachen. Mit KI kann man absolut schreckliche Sachen machen. Und alles, was irgendwie an schlimmstmöglichen Sachen mit KI möglich sind, wird von dieser Menschheit gemacht werden. Da können wir uns, glaube ich, alle ziemlich sicher sein. Das ist ganz klar. Das heißt aber nicht, dass in KI nicht auch wirklich sehr cooles und großes Potenzial für ziemlich coole Sachen steckt. Und unter anderem kann KI eben Autoren und Autorinnen sehr dabei helfen, gerade bei so großen Projekten eben genau so Busy Work zu übernehmen. Genau die Sachen, auf die keiner Bock hat. Und dann sagt man zur KI, hey, schreib mir bitte eine Etikettbeschreibung für einen Wein, der Curadio heißt. Und dann macht das die KI, man klatscht den Text drauf und fertig. Da muss niemand mehr Kapazitäten verbrauchen. Und das ist halt wirklich, glaube ich, das sehr Positive. Ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Weil ich glaube, das ist so die Arbeit, auf die hat niemand Bock. Und da kann man halt wirklich so das Autorenteam wesentlich sinnvollere Aufgaben geben als sowas. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Das Coole ist, das finde ich echt sehr nett, wenn man muss quasi hier wieder die zwei richtigen Gongs abschießen, dass die Tür aufgeht. Wenn man erst hier rüberspringt und den Schlangengong schlägt, dann läuft Ashley auf der anderen Seite zu dem fehlenden Gong und aktiviert den automatisch. Das finde ich ganz schön. Eine von vielen Passagen, an der die Ashley auch so ein bisschen eine Aufgabe gegeben haben und sie ein bisschen nützlich gemacht haben. Finde ich sehr nice. Finde ich sehr nett. Fällt mir gut. Ashley, du kannst oben bleiben. Wir klettern gleich wieder hoch. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Wer bist du, meine Mutter? Hast du mein Outfit nicht gesehen? Das ist dafür prädestiniert, auf einen Kronleuchter zu springen. Ich bräuchte eigentlich nur noch einen Degen. Das wäre so eine gute Bonuswaffe für Resident Evil 4 gewesen, oder? Fürs Remake. Stellt euch vor, ich hätte hier einen Degen. Und dann würde er vielleicht seine andere Hand noch so ein bisschen in die Hüfte legen. Also, ho, ho. Das fände ich gut. Würde mir gefallen. Ich wäre dafür. Oh, wartet mal. Was ist da? Was habe ich da? Welchen? Ich habe da einen Schatz übersehen. Ich dachte, ich bin doch sogar noch da nach hinten gegangen, um genau diesen Schatz zu holen. Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich noch mal kurz runter.
Nicht, dass ich den vergesse. Wie gesagt, ich möchte in diesem Lore-Let's Play nebenbei alle Schloss-Schätze finden. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Hey, habt ihr gewusst eigentlich, ich mache da fürs Wochenende ein kleines, kurzes Video dazu, weil ich habe das Spiel jetzt 5-mal durchgespielt und ich habe keinen einzigen Riesenkäfer in dem Spiel gefunden. Und es gibt in dem Spiel Riesenkäfer. Es gibt 3 geheime Riesenkäfer. Ach, da oben ist noch was. Guckt euch das an. Super, super gut versteckt an super versteckten Locations im Spiel. Die kann man anscheinend essen. Und dann kriegt man super viel Lebensenergie oder sowas. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, what? Ich spiele das Spiel jetzt seit 90 Stunden oder sowas. Und habe es eben schon 5-mal durchgespielt oder so. Und ich habe noch nie den Käfer gefunden. Das war ziemlich mindblowing. Ich finde es so schade, dass dieser Doorskip auf der Konsole nicht funktioniert oder zumindest nur sehr schwer funktioniert. Manche behaupten, es geht doch und wüssten wie, aber es ist sehr schwierig. Weil man kann tatsächlich in Resident Evil 4 Remake am PC durch die meisten oder viele verschlossene Türen einfach durchglitschen und kann so quasi unglaublich viel Zeit sparen. Weil man ganze Abschnitte einfach skippen kann. Das ist natürlich ein Speedrunner-Paradies. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir... Nice. Nices Easter Egg, oder? Jetzt haben wir ihn zwar nicht gehört, was er sagen wollte, aber das ist ein schönes Easter Egg. Im Original war das nämlich eine Cutscene. Da gab es eine Zwischensequenz, wo eben Salazar über so einen komischen Schlauch-Mikrofon-Sprecher-Dingens mit Leon geredet hat. Und dann hat Leon in diese Schüssel geschossen und Salazar hat Schmerzen im Ohr bekommen davon. Und das haben die hier quasi im Game eingebaut. Das finde ich schon schön. Okay, wir lernen wieder etwas, ein Stückchen Lore, Leute, haltet euch fest. Wir lernen wieder ein bisschen was über Parasiten und ihre Ökologie. Das sind sogar Echtwelt-Details, die wir hier lesen können. Nicht mal Resident Evil-Welt-Details. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt. Aber man weiß nicht, wie die Parasiten das tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Man merkt schon, das ist eine sehr wissenschaftliche Abhandlung. Dicrocoelium. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändert sich deren Verhalten, sobald es abends kühler wird. Zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettern die infizierten Ameisen an einer Pflanze empor und beißen sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieser Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an der Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie vom Meeresvögeln gefressen werden. Leukochloridium. Die Sporozyten dieser Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Blattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden können. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sieht nämlich total abgespaced und auch ein bisschen eklig aus, weil die nisten sich wirklich in den Schneckenfühlern ein und pulsieren dann richtig. Das sieht aus, als wäre da eine LED-Lichtleiste in dem Schneckenfühler. Das ist richtig so wie so ein Signalfeuer, das die Vögel wirklich anlockt direkt. Faszinierend. Faszinierend.
guckt euch das mal auf YouTube an. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Halt, optionaler Schatz irgendwo. Die optionalen Schätze sind immer so unscheinbar und gut versteckt. Guckt euch das an. Also, ich sage immer optional. Es sind natürlich alle Schätze optional. Was ich meine sind Bonus-DLC, Vorbesteller-Bonus-Schätze. Der Wasserraum, der im Remake eher zu einem... diese schwarze Flüssigkeit... Die ist für mich lore-technisch noch ein Rätsel. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist. Es hat was mit dem Plagger zu tun. Geht doch. Es ist entweder ein Sekret, das die absondern, oder Körperflüssigkeit der Plagger. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht mehr Wasser ist, so wie im Original. Auf jeden Fall ist in dem Schloss viel davon. Ach was. Ah, die Unterhaltung. Langsam habe ich genug. Leon, pass auf! Oh, ich muss nachladen. Ungünstig. Dass hier dass die Armbrustschützen, ey. Dass die Armbrustschützen so unglaubliche Sniper sind, ist auch sehr gemein, finde ich. Die zielen mit ihren Armbrüsten besser als ich mit meinem Scharfschützengewehr. Ashley! Shit! Ob die tatsächlich immer wieder so ein paar Zentimeter dann doch zur Tür kriegen können? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Es bricht hier das absolute Chaos aus. Ich muss die Scharfschützen von ihrem Balkon kriegen. Ohne Witz, ich hab's glaube ich in irgendeinem Podcast oder was in meinem Video auf Landscape Bird oder ich weiß nicht. Aber irgendwo habe ich es ja schon gesagt, ich finde Ashley im Remake tatsächlich eigentlich viel nerviger als im Original. Zumindest auf der Gameplay-Ebene. Ich finde sie viel weniger kontrollierbar und unberechenbarer einfach. Das ist jetzt nichts, was ich dem Spiel negativ anrechne, aber ich bin erstaunt darüber, dass die in Entwicklerinterviews gesagt haben, die wollten Ashley weniger nervig machen. Weil zumindest auf der Gameplay-Ebene, finde ich, haben sie genau das Gegenteil gemacht. Von ihrer Figur her, ihr Charakter ist sehr viel plausibler und sympathischer, definitiv, ja. Das schon. Hi, Mr. Skyline, wie geht's? Seit langem mal wieder am Start, das freut mich. Ich habe jetzt auch über einen Monat nicht mehr gestreamt, ne? Ich habe ja einen Monat Pause gemacht, wirklich komplett YouTube- und Streampause. Und habe dann... Musste ich nochmal irgendwie einmal ausfallen lassen oder so, oder zweimal sogar, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war jetzt auch bei mir längere Streampause. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. La-di-da. Während ich im Dorf echt schon, glaube ich, eine ganz gute Speedrun-Strategie und Strecke und so gefunden habe und da auch die Gegner irgendwie einschätzen kann und welche Routen ich laufen kann und so weiter, bin ich im Schloss und gerade eben hier
Ja, stimmt. Guck mal, die mit den Mäulern, so wie der da, die spucken diese schwarze Flüssigkeit. Vielleicht werden die irgendwie von denen geerntet. Naja, bin ich im Schloss in vielen Passagen noch komplett lost. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man das hier in einem Speedrun ordentlich löst. Ich muss mir mal ein paar Speedruns angucken. Es gibt schon irgendwie sehr coole, sehr beeindruckende Speedrun-Zeiten auf jeden Fall. Der geht nie kaputt. Muss man aufs Gewehr wechseln. Aber... Was ist das? Das ist irgendwie... Das ist nicht mehr normal. Was ist denn? Warum ist denn der unsterblich? Habt ihr gesehen, wie viel Kugeln der gefressen hat? Irgendwas stimmt doch da nicht mehr. WTF. Ich sehe doch die Blutfontäne. Ich treffe den. Da ist keine unsichtbare Hitbox oder so. Also, da stimmt was nicht. Das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist er doch gestorben. Ich wollte schon fast sagen, das ist jetzt irgendwie ein Bug und der kann nicht sterben, solange ich hier oben stehe. Der kann doch nicht ernsthaft so viele Kugeln fressen. Bin schockiert gerade. Aber ja, wie gesagt, hier in dem Schloss habe ich teilweise noch keine Ahnung, wie ich das schnell schaffen soll. Für Profi vor allem. Ja genau, weil es gibt kaum noch Plätze, an denen man Ashley verstecken kann. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Und, was aber auch sehr wichtig ist, finde ich, sie bleibt nicht mehr stehen. Ich kann ihr nur noch sagen, geh weiter weg oder komm näher an mich ran. Aber sie ist relativ autark in ihrem Handeln. Und im Original war es halt ganz klar, ich konnte Ashley irgendwo abstellen einfach. Und Ashley blieb da. Egal was passiert. Die blieb genau an der Stelle, an der ich gesagt habe, dass sie stehen bleiben soll. Das hat halt teilweise, das hat viele Areale leicht gemacht. Weil selbst wenn man sie nicht verstecken konnte, konnte man ihr halt einfach sagen, hey, bleib da und da genau stehen. Guck weg! Das geht jetzt eben nicht mehr. Hier übertreiben sie ein bisschen mit Maulviechern. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber der eine war doch gerade verbuggt, oder? Der kann doch unmöglich ernsthaft so viel Schüsse aus meinem Scharfschützengewehr gefressen haben. Das gibt's doch nicht. Das habe ich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Das war ein seltsames Phänomen. Habe ich jetzt die Kurbel vergessen? Ich glaube schon. Gehen wir nochmal die Kurbel holen. Blutet dir nicht das Herz, wenn du Speedruns und die Gegner stehen lassen musst? Tatsächlich. Es stimmt tatsächlich, dass das sehr gewöhnungsbedürftig für mich ist, dass ich nicht alles loote und alle kaputt mache. Das ist schon eher die Spielart, die mir liegt und die ich mag, dass ich ordentlich aufräume und ordentlich looten kann und so weiter. Aber ich muss schon sagen, gerade jetzt, wo ich Resident Evil 4 Remake so oft durchgespielt habe, gibt es so Räume, die ich in meinen... fucking Sniper... die ich in meinen Playthroughs schon auch einfach skippe. Gibt es schon auch, mittlerweile. Aber bei meinem, also für den ersten Playthrough und auch noch für den zweiten wäre das für mich absolut unmöglich gewesen. Ganz schlimm. Das gehört verboten. Ist der tot? Ich glaube schon. Das ist tot, Jim. Der hat jetzt aber lang gebraucht, bis er was droppt, ne? Das Spiel macht heute komische Sachen. Unsterbliche Kopfwürmer. Gegner, die erst sehr spät ihren Loot droppen. Ich warte auch auf die Gegnerarmee, die jetzt eigentlich hier sein müsste. Ja, ich weiß auch nicht, Ashley. Ich finde, das klingt im Deutsch fast ein bisschen vorwurfsvoll. Das wird ziemlich hell. Leon, nein! Okay.
Okay, das wird sehr cool. Aber ich muss zugeben, das war viel mehr Glück als Verstand. Jetzt verwandelt die sich auch noch. Können die jetzt mal aufhören, sich alle zu verwandeln hier? Kommen wir denn dahin? Ich werde nicht mehr fertig mit dem Raum. Aber ich muss schon auch sagen, ich finde, den Raum haben sie trotzdem stark entschärft im Vergleich zum Original. Der hat mich im Original lange Jahre in den Wahnsinn getrieben, immer und immer wieder. Und hier ist der eigentlich sehr viel kontrollierbarer. Wobei ich schon sagen muss, die Stelle mit Ashley beim ersten Mal, als ich keine Scharfschützenmunition mehr hatte und auch die Pistolenmunition knapp wurde, war schon auch nicht von schlechten Eltern. Kann die bitte sterben? Um Gottes Willen, danke. Okay, jetzt kommen wir noch zu der da. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich loot jetzt. Verletzt? Nein, danke. Darf es noch ein bisschen Verletzung sein? Nein, danke. Ich habe schon genug Verletzung. Oh, übrigens, eine der besten Neuerungen aus dem Remake, die ich bis jetzt, glaube ich, noch nie irgendwo erwähnt habe, obwohl ich die so wundervoll finde, ist, dass sich der Loot nicht mehr auflöst. Man kann teilweise Gebiete verlassen und Stunden später wieder ins Gebiet kommen und der Loot liegt immer noch da. Wie großartig ist das eigentlich? Das liebe ich. Das liebe ich. Ich meine, ja, das hatte im Original schon auch so ein bisschen taktische Komponente und es entstand so ein Gefühl von Dringlichkeit, ne, dass man den Loot der frisch gestorbenen Gegner auch wirklich aufheben muss. Ja, hat schon auch was, verstehe ich. Aber das finde ich so viel angenehmer, dass der Loot jetzt einfach liegen bleibt. Man sich erstmal eben keine Gedanken ums Looten machen muss, sondern erstmal auf den Kampf sich konzentriert. Das macht schon für das Kampfgeschehen, wie man kämpft und was man während des Kämpfens alles im Auge behalten muss, einen großen Unterschied. Moment mal, Lancelot. Ich habe das deaktiviert, das Plugin vorher, damit das nicht mehr passieren kann. Damit keine Kronkorken mehr für das Kulttotem gespendet werden, das es gar nicht mehr gibt. Was? Ich schwöre euch, hoch und heilig, ich habe dieses Plugin nach langer, langer Zeit, von Cult of the Lamb ist das noch, endlich deaktiviert, vor dem Stream. Und jetzt, was soll das? Hier rüber. Okay. Ja, offensichtlich. Offensichtlich konntest du es noch auswählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Ja, ich versteh's. Ich verstehe das, ne? Ich verstehe das, dass das... Mach weiter, ich geb Deckung! ...schon auch so Dringlichkeit eben und Thrill rausgenommen hat. Verstehe ich, wenn man das nicht mag. Ich liebe es. Ja, geh schon mal, Ashley. Vorsichtig. Ich muss mich kurz um meine eigenen kümmern, glaube ich. Nö, nee, noch nicht. Ah doch, da kommen sie. Warte, ich helfe dir. Oh, come on.
pustet immer viel zu viel Munition in die Gegner mit der Waffe. Das macht einfach so viel Spaß. Shit. So, Ashley, kannst du bitte eigentlich Ashley den ganzen Loot von da oben mitnehmen, zufällig? Von den toten Gegnern? Könntest du den irgendwo in deine Rüstung packen? Das wäre ganz nett. So. Um Gottes Willen. Die Ashley. Ich meine, was wäre Ashley, wenn sie nicht so schreien könnte? Ne? Da wird was fehlen, finde ich. Das ist das bayerische R, das ich drin habe. Das ist ganz schwierig, glaube ich. Also ich schaff's nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn man in Bayern aufgewachsen ist, dass man dieses R rauskriegt. Weil in Bayern rollt man das R vorne im Mundraum. Rrr, ne? Während man ja im Hochdeutschen das R irgendwie so hinten im Rachen eher spricht. Ne? Ich habe mir das schon öfter zeigen lassen und habe versucht, das zu imitieren. Kann ich nicht. Werde ich nicht mehr lernen. Ist ja auch mir egal. Also ist ja auch wirklich egal. Aber das ist eher so ein Rrr, Rrr, richtig. Das finde ich richtig gut. Robert, roll doch mal den Roller in das Ladengeschäft oder so. So würde das bei mir klingen, wenn ich versuche, ein hochdeutsches R zu sprechen. Also ein R. Richtig gut. Richtig, richtig authentisch. Alles klar. Ich mache alle Arten von R. Hessisches verschluckt, fränkisches gerollt und dieses R, das man hinten mehr im Rachen formt. Nee, mir reicht eins. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich meine, das englische R gibt es auch noch. Das kann ich noch ganz gut. Ich glaube, das bayerische R und das englische R, die kriege ich hin. Die sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Warte! Kapitelende. Wie geht denn das hessische R? Das lese ich jetzt hier öfter. Ist das nochmal was anderes? Ich überlege gerade. Ich hab so die hessische Sprache schon im Ohr, aber mir fällt kein Wort mit R ein, das ich öfter gehört hätte. Schaffe Häusle baue. Da ist leider kein R drin. Das ist blöde. Das ist jetzt wahrscheinlich auch im Chat schwer zu beschreiben, ne? Deswegen, blöde Frage. Richtig. Ja, okay. Basis kommen, es gibt ein Problem. Aber ist das nicht eher so ein Kölner? Aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Der Hesse kann kein R sprechen. Spreche. Ich glaube, ich hab's. Verdammt.
So das viel dazu. Eher so ein Ch, ne? Spreche. So geht Leon angeln. By the way. Kann man machen. Ich muss mal verkaufen, dann gehe ich noch mal ein bisschen angeln. Ja, eben, ne? Aber dieses richtig, das hat sich für mich gerade eher ein bisschen Kölsch bei mir selber angehört. Wird niemand vermissen. Willkommen. Hab's doch. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Fremder. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. So, 200.000 wollte ich sparen, ne? Da müssen wir noch ein bisschen länger sparen. Beziehungsweise verkaufe ich jetzt noch die Fische. Die werden auch keine 200.000 einbringen, aber gut. Das Ei hebe ich mir für eine spätere Nebenmission auf. Wenn ich es nicht mal für die Notfallheilung vielleicht brauche. Das weiß man nie. Ansonsten passt alles. Ob Bobine oder Ranch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Spezial-Upgrade-Ticket können wir nicht mit Geld kaufen, sondern mit Spinellis. Und wir haben jetzt genug. Und das ist und? Sehr, sehr schon gut. Schon entschieden, welche Waffe du damit aufbauen willst? Oh ja. Sag mal, jetzt wenn du fürs Tuning holen wir uns das Spezial-Upgrade für die Chicago Sweeper. Und damit können wir jetzt unendlich Munition freischalten. Ich kümmere mich um den Rest. Dafür hast du dich also entschieden. Du bist ein Künstler. Und jetzt haben wir quasi ein Trommelmagazin für diese Waffe bekommen. Ein unendliches Trommelmagazin. Und scheinbar wurde jetzt auch die Nachladegeschwindigkeit bei Sigalis und die Magazingröße aufs Maximum erhöht. Auch noch ein paar andere Sachen auftreiben nice. Jetzt müssen wir nur noch die Angriffe. Ich kann jetzt eigentlich alle anderen Waffen wegwerfen. Und jetzt werden wir alle so bekämpfen. Und es wird glorios. Ich freue mich drauf. Guckt euch das an. Oh, das wird lustig. Okay, wartet. Ich muss jetzt schnell eine Sache machen. Ich muss hier speichern. Und dann kurz das Spiel verlassen. Und das Outfit ändern. Weil jetzt, wo wir die nicht mehr nachladen müssen, gibt es ein schönes Easter Egg. Das es im Original auch schon gab. Das die auch hier eingebaut haben. Glücklicherweise. So, wir brauchen Leons Nadelstreifenanzug. Wolfschwanz kann er ruhig behalten. Dann machen wir auch schon weiter. Die Stimme von deinem Podcast-Kollegen kommt mir sehr bekannt vor. Woher könnte man den kennen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der schreibt hauptsächlich, der ist Journalist, Videospieljournalist, schreibt für GameStar und so weiter. Der hat schon auch Videoformate damals vor langer Zeit gemacht. Aber das ist schon länger her. Und sonst hat der nicht so die Audiopräsenz eigentlich. Er hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal. Ne, vielleicht auch daher. Aber sonst wüsste ich es jetzt nicht. Gute Nacht. Gute Nacht, Granny. Mach's gut. Okay. Und jetzt passt auf, wenn ich jetzt, weil jetzt, ne, die Waffe kann man ja nicht mehr nachladen. Die hat ja quasi unendlich Munition. Und wenn man jetzt die Nachladetaste drückt, passiert das. Und ich, also, ne, der Stream geht jetzt noch eine halbe Stunde. Ich wette mit euch, wir werden die Animation ungefähr noch 30 Mal sehen jetzt. Weil immer, wenn ich Gegner erschossen habe, drücke ich automatisch die Nachladetaste. Ich kann nichts dagegen tun. Ich krieg das nicht aus meinem Rhythmus raus. Aber gucken wir mal. Ich mache es nicht absichtlich, ich verspreche es euch. Ich werde sogar versuchen, es nicht zu tun, weil das mitten im Kampf natürlich durchaus auch nachteilig sein kann. Aber es wird mir passieren. Kann ich euch garantieren. Oh, die Passage. Guck mal, und das finde ich jetzt sehr spannend.
das Ding hier finde ich sehr interessant. Weil hier sitzt ein Mönch, offensichtlich schon länger tot. Und das Plagergeschlecht, das da aus seinem Kopf kommt, scheint irgendwie auch tot zu sein. Man weiß es nicht. Und in den Höhlenmalereien im Dorf sehen wir fast die exakt gleiche Szene. Fast die exakt gleiche Szene. Nur, dass der Kopf von dem Tentakelding dieses Symbol mit den vier Händen ist. Ihr merkt schon, dieses Symbol mit den vier Händen beschäftigt mich. Weil es auch dem Plagger-Zeichen hier so ähnlich ist, ne? Dass es da eine offensichtliche Verbindung gibt, ist klar. Ich habe meine Theorie jetzt schon geäußert. Aber so hundertprozentig gibt uns das Spiel hier keine Antworten, befürchte ich. Okay, die Passage mit der Chicago Sweeper wird bestimmt ziemlich cool. Sorry für die Störung. Fuck. Mir geht's gar nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin eigentlich nur hinter eurem Chef her. Ihr anderen könntet mich einfach in Ruhe lassen, wenn ihr wolltet. Das wäre für alle Beteiligten das Beste. Dankeschön für dieses Ding. Die rote Flamme. Und diese rote Flamme, ne, die tiefrot brennende Laterne, die benutzt er, um die nächste Verwandlungsstufe dieser Parasiten auszulösen. Da habe ich ja eben meine Theorien dazu schon in meinem letzten Video zu den Los Illuminados geteilt mit euch. Ich brauche schon langsam mehr Heilung irgendwie, tatsächlich. Ja, kommt her, ich stelle mich in die Sackgasse und ihr dürft alle der Reihe nach kommen. Meine Güte! Okay, die ist schon gut. Und die ist noch nicht mal auf Maximum. Wenn wir da noch das höchste Schadensupgrade kriegen, dann haut die, glaube ich, sowas von rein. Das ist schon eine tolle Waffe. Ich mag sie. Das macht die Stelle sehr leicht. Man muss wirklich versuchen, am besten mit dem Scharfschützengewehr, wenn man das hier schnell spielen will, den roten Kerl zu töten, bevor er weglaufen kann. Und dann möglichst unbeschadet quasi hier auf das Podest die Laterne holen und wieder runter und raus aus der Nummer. Das geht eigentlich ganz gut. Ich hab's gesagt. Erstmal die Waffe nachladen, bevor man einen neuen Raum betritt. Genau, den Schatz können wir uns dann erst später mit Ashley holen. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht.
Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Klebt er das Messer in seinen Nadelstreifenanzug? Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. He's basically Batman. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Ja, ja. Ich muss echt sagen, dass ich nicht weiß, ob ich bereit für den Mercenary-Modus bin. Ich freue mich drauf, aber ich habe auch Angst irgendwie davor. Ich habe Angst, dass ich zu schlecht bin. Der, ne, diese Kampfpassagen, der Hüttenkampf und so weiter auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Also mein erster Playthrough, aber auch meine S- und S-Plus-Rank-Versuche auf Profi sind so oft an diesem Hüttenkampf gescheitert. Und ich frage mich, ob ich einfach zu schlecht bin. Ob ich einfach zu schlecht für diese Gruppenkämpfe bin. Oder in diesen Gruppenkämpfen. Deswegen habe ich Angst davor. Irgendwo habe ich, glaube ich, einen Teil übersehen. Jedes Mal wieder, wenn ich hier bin, übersehe ich eins. Oder ich habe nur zwei, glaube ich. Nee, ich habe schon alle drei. Okay, dann vergisst, was ich gesagt habe. Könnte sein. Ja, doch. Müsste passen. Müsste passen. Aber jetzt gucken wir mal, da hier ist noch irgendwo ein Schatz. So, hier in diesem Zimmer, mal wieder um in die Lore zurückzukommen, um die Story des Spiels zu kommen, war offensichtlich so ein bisschen auch ein Buchdruckzimmer. Nicht nur eine kleine Bibliothek oder ein Lesezimmer, wenn man so will, sondern wirklich gucken, hier wurden anscheinend auch wirklich... Ach so, nee, das ist ein Foltergerät. Das steht hier wahrscheinlich noch nicht so lange. Wir haben hier Steintafeln, die offensichtlich gemeißelt wurden. Ist das wirklich ein Foltergerät? Nee, ich glaube nicht, dass das ein Foltergerät ist. Das ist wahrscheinlich wirklich entweder ein... Es sieht nicht aus wie ein Buchdruck, oder? Wobei, nee, ich glaube eher nicht. Aber vielleicht hat man mit diesen Steinplatten gearbeitet. Okay, okay. Diese Steinplatten. Aber andererseits könnten die Steinplatten natürlich auch die Druck, ne, die Druckplatten für... Okay, dann ist das wahrscheinlich doch eher Buchdruck. Und da oben hängen die Seiten. Interessant ist, dass das Papier alt aussieht. Und... die Tinte, der Stil alt aussieht, aber das sind Plastikwäscheklammern. Oder sind es Holzwäscheklammern? Nee, das ist Plastik. Das ist kein Holz. Na, es könnte Holz sein. Aber es sieht modern aus auf jeden Fall. Sieht man irgendwas auf diesen Seiten eventuell? Nicht so wirklich. Das sind leere Seiten, Blaupausen. Im Grunde noch nicht beschriftete. Aber ja, gut, hier war quasi wirklich so ein Buchdruckzimmer. Okay. Interessant. Wurden hier vielleicht die Bibeln der Las Plaga reproduziert? Ja, doch, auf jeden Fall Buchdruck. Okay. Der Los Illuminados, nicht der Las Plaga. Okay, jetzt nur noch Ashley finden.
Illuminados 3-2. Höret das Signal zwischen den Bergen widerhallen. Felsen zerfallen zu Kies, die Mauern der Burg zerbröckeln. Sehet die glutrote Farbe des Nachthimmels, ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde, tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Nee. So sind sie. Ach, guck mal, das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier ein Mönch mit einem Geschlüpp... Also, ne, wir treffen ja gleich, Spoiler-Alarm, zum ersten Mal einen Plugger in der endgültigen Entwicklungsform. Und hier ist quasi der Mönch, aus dem der gerade geschlüpft ist. Aber dann muss ich mich sehr fragen, was das für Tentakel sind. Der Plugger ist schon aus dem rausgeschlüpft. Warum sind da Tentakel im Kopf, wenn der Plugger rausgeschlüpft ist? Muss ich alles überdenken, wie Plugger funktionieren? Oder macht das einfach nur wenig Sinn? Das macht mich wütend. Nee, Quatsch, das war ein Versehen. Okay. Na klasse. Na klasse, los geht's. Kleiner Schlüssel. Dann gehe ich noch mal kurz zurück und mache die Schublade auf, wenn wir schon hier sind. Dann haben wir den Raum nämlich auch abgegrast. Vor allem das Kontern, ne? Das Kontern wird ja auf Profi so schwer, finde ich. Weil das Zeitfenster, in dem man kontern kann, viel kleiner wird. Und ich drücke dann immer zu spät. Das habe ich einfach, das muss ich extra, glaube ich, nochmal für Profi üben einfach. Himmel! Nice. Ich habe neue Ware auf Lager. Willkommen. Willkommen. Was kann ich für dich tun? Du kannst mir bitte ganz viel Geld für die Schätze geben. Komm. Oh, ich brauche noch viel mehr Geld. Wo kriegen wir denn jetzt noch viel mehr Geld her auf die Schnelle? Willkommen. Ein hervorragender Deal. Ich glaube, das kriegen wir hin. 200.000. Komm, ich verkaufe jetzt die Edelsteine. Ich heb mir die gerne auf fürs Schätze kombinieren. Nur zumindest ein paar können wir verkaufen. Aber wir entscheiden, wir brauchen echt nicht mehr viel. Komm, bam. Besten Dank. Bitte schön. Wisst ihr was? Ich verkaufe jetzt einfach so, dass wir überall 5 haben, weil 5 sind, glaube ich, mehr als genug. Dann haben wir noch ein bisschen extra Geld. Yay! Mehr lässt sich wirklich nicht rausholen. Chicago Sweeper auf Maximum. Echtes Kunstwerk, wenn sehr du mich schön. Fragst. Ja, ich weiterhin bin begeistert, lieber Händler. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den und wäre das dann alles? Das wäre dann alles. Stirb mir da draußen nicht weg. Werde ich nicht. Sie meinte, eintreffen mit dir reicht ihr. Ich war die vornehme Zurückhaltung sowieso langsam leid. Lassen Sie uns ein Spiel nach Sarasar-Manier spielen. Werde ich nie aus meinem System kriegen. Mich erwartet.
Die ist schon sehr überpowered, macht aber sehr viel Spaß. Das ist übrigens der absolut beste Tipp für einen Profi-Run. Wenn ihr einen S-Plus-Profi-Run versucht, dann spielt vorher die Chicago Sweeper frei. Und guckt, dass ihr genug Nebenquests mitnehmt auf dem Weg ins Schloss, damit ihr dann gleich das Upgrade kaufen könnt für unendlich Munition. Weil das macht dann die zweite Hälfte des Spiels sehr viel leichter. Aber man ist trotzdem nicht unverwundbar. Ein bisschen muss man noch aufpassen. Für die ganzen Schätze, die es hier noch optional gibt, komme ich später wieder. Die nehmen wir beim zweiten Mal, wenn wir hier sind, mit. Jetzt will ich erstmal heil hier durchkommen. Und jetzt sind wir im Herr der Ringe-Part. Plötzlich kommt ein Höhlentroll von Saruman. So einer? So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. Und bewirft uns. Ein anabolischer Urukai. Zappalut. Das war eine gemeine Kombo. Da haben sie gut zusammengearbeitet. Pfeil in Hintern und dann Steine auf den Kopf. Schön gemein. Yes! Eine Kanone. Hoffe, sie schießt auch. Um Gottes Willen, Hilfe. Und los. Adios, du hässliches Mistvieh. Okay, weiter im Text. Hör den nicht aufprallen, ne? Sorry, ich hatte genug für heute. Das Schöne ist, dass wir den nochmal treffen. Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass der tatsächlich derselbe ist. Der Gigante, der später nochmal kommt. Finde ich ein nettes Detail. Ashley, wo bist du? Genau, das ist jetzt übrigens natürlich das Labyrinth, das von... weiß die Vornamen leider alle nicht mehr, aber die von einem Vorfahren Salazars gebaut wurde, der eher sehr, wie nennt man das, frohen Mutes war. Ein glücklicher Bursche, ein fröhlicher Frohlocker, ein lachender Ludwig. Der hat gern Party gemacht, möchte ich damit sagen. Dir nur wieder weh.
Ich habe solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Verzeihung. Dankeschön fürs Bescheid sagen, Lancelot. Das ist nochmal jetzt, was wir gerade gesehen haben mit Ashley, eine ganz andere Art von Kontrolle, die wir im Original so nicht kennen. Im Original haben wir das ja auch schon, dass Leon kurz die Kontrolle verliert und Ada attackiert und sie wirkt und Ada befreit sich dann durch einen Stich mit dem Messer in die Wade und dann kommt Leon wieder zu sich. Aber im Original sieht es eher so aus, als würde einfach der Parasit die Kontrolle über Leon übernehmen, während jetzt im Remake wirklich Lord Sadler quasi diese telepathische Verbindung zu allen Infizierten hat und eben sogar durch Ashley sprechen kann und es ihre Aktion, wie wir dann später sehen, auch wirklich bewusst direkt beeinflussen kann. Das haben wir natürlich im Remake, im Original so nicht gehabt. Okay. Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Unglaublich, der Typ. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Das ist er. Ich glaube, das ist er. Ich glaube es einfach. Das ist jetzt komplett evidenzlos, außer dass er vom Aussehen her schön passen würde und dass es hier in diesem Ballsaal neben dem Labyrinth das Bild hängt. Das ist wahrscheinlich der Vorfahre von Ramon Salazar, der diese ganzen schönen Unterhaltungsteile der Burg erbaut hat. Na, so sieht er aus. Er ist tragischerweise in jungen Jahren gestorben. Aber ich glaube, das ist er. Ich mag ihn. Das ist mein Lieblings-Salazar. Und ich schätze mal, das ist vielleicht... Den haben wir schon öfter nämlich gesehen. Vielleicht der allererstigste. Und ich schätze mal, das waren einfach... So für die damaligen Verhältnisse waren das so die Porno, die Pin-Up-Poster, die man sich an die Wand hängt quasi. Denke ich jetzt mal. Na schönchen, Leute. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Nächste Woche. Nächste Woche, Dienstag, 18 Uhr, machen wir dann hier weiter. Ja, genau. Passt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und gute Nacht. Und ich würde sagen, wir raiden jetzt noch jemanden. Ach guck, der Dekaldent streamt gerade. Den habe ich vor kurzem erst entdeckt. Den finde ich sehr cool. Den mag ich ganz gerne. Der ist recht unterhaltsam. Manchmal ein bisschen grober wie ich in seinen Aussagen, definitiv. Der setzt sich sehr für Tierrechte ein, was ich sehr sympathisch finde. Und ich finde seine Streams wirklich oft sehr unterhaltsam. Da schauen wir jetzt noch vorbei, würde ich sagen. Also ich sage schon mal ciao. Gute Nacht, Leute. Tschüss. Oh, ich kriege eine Fehlermeldung. Wir können den aktuell nicht raiden. Keine Ahnung warum. Aber dann machen wir das halt nicht.
Komisch. Wir können auch den Bethesda-Stream raiden. Das klappt. Na, dann machen wir das doch. Dann ciao, Leute. Tschüss.